Du hast einen sechsten Sinn. Nein, du kannst keine toten Menschen sehen. Er verrät dir, wo deine verschiedenen Körperteile sich im Raum befinden. Dank ihm kannst du eine Treppe hochgehen oder sogar mit geschlossenen Augen deine Nase berühren. Deine Stimmbänder produzieren nur ein Summgeräusch. Deine Nase, dein Mund und dein Rachen bestimmen, wie deine Stimme klingt. Ist sie tiefer, sind deine Stimmbänder dicker und deine Höhlen sind größer als üblich, sodass der Ton nachhallt. Wenn du aufwachst, hast du 50% deines letzten Traumes vergessen. 10 Minuten später erinnerst du dich an 90% nicht mehr. Wenn du rot wirst, färben sich auch die Innenwände deines Magens wie dein Gesicht rot. Das passiert, weil dein sympathisches Nervensystem die Blutzirkulation im ganzen Körper erhöht. Deine Haarfollikel besitzen die gleichen Rezeptoren wie deine Nasengänge. Deshalb sind deine Haare ebenfalls in der Lage, Gerüche aufzunehmen. Sandelholz hilft dir, diese Superkraft zu entwickeln. Von den 5 Millionen Haarfollikeln an deinem Körper befinden sich tatsächlich nur 100.000 auf deinem Kopf. Der Durchschnittsmensch verputzt im Laufe seines Lebens 35 Tonnen Nahrung. Das sind 3 Schulbusse. Egal wie sehr du es probierst, du wirst dich niemals selber kitzeln können. Das liegt daran, dass dein Gehirn deinen Körper auf das Kitzeln vorbereitet und dir hilft, das übliche Lachen Verzeihung, zu vermeiden. Ein menschliches Haar ist so stark, dass es bis zu 100 Gramm tragen kann. Wäre deine Kopfhaut auch so kräftig, könntest du mit deinen Haaren das Gewicht 2 Elefanten tragen. Dein Auge besitzt 256 einzigartige Merkmale und deine Finger nur 40 davon. Aus diesem Grund ist ein Retina-Scan verlässlicher als ein Fingerabdruckscan. 50% der Kraft deiner Hand sitzen allein im kleinen Finger. Trotzdem ist der Daumen der wichtigste der 5. Ohne ihn könntest du nicht greifen. Wenn du deine Arme zu den Seiten ausstreckst, ist die Entfernung von der Spitze des rechten zu der des linken Mittelfingers gleich deiner Körpergröße. Im Durchschnitt produziert ein Mensch im Laufe seines Lebens genug Speichel, um 2 Schwimmbecken zu füllen. Kopfsprung! Deine Wirbelsäule hat ein super Gedächtnis. Sie erinnert sich an deine Haltung, was es so schwer macht, sie zu verbessern. Für deine Gänsehaut kannst du dich bei deinen Vorfahren von vor vielen, vielen Jahren bedanken. Ihre Haare stellten sich immer auf, damit sie größer und für Feinde gefährlicher aussahen. Aus dem gleichen Grund fauchen Katzen und machen einen Buckel. Dein linker Lungenflügel ist etwas kleiner als der rechte, damit dein Herz Platz hat. Der rechte Flügel verfügt über 3 Lappen und der linke nur über 2. Beide werden von deinem Brustkorb beschützt. Bücke dich nächstes Mal, wenn du Schluck auf hast, über einen Stuhl. Auch das Trinken über die weiter entfernte Seite eines Glases hilft, ihn loszuwerden. Du kannst locker ohne Blinddarm, Magen, eine Niere oder einen Lungenflügel überleben. Gut zu wissen, dass wir Ersatzteile haben. Eine menschliche Augenbraue lebt etwa 4 Monate lang. Danach bekommst du neue. Du hast genau wie andere Menschen die Superkraft, im Dunkeln zu leuchten, besonders spät nachmittags. Dein Gesicht leuchtet am stärksten, trotzdem ist es zu dunkel, um dass deine Augen allein es sehen könnten. Das Klopfgeräusch deines Herzens kommt in Wahrheit von dem Öffnen und Schließen der Ventile in seinem Innern. Die Lyrics dafür sind wupp-dupp, wupp-dupp. Du kannst nicht gleichzeitig atmen und schlucken. Wenn du atmest, verschließt sich die Röhre, die in deinen Magen führt. Und wenn du schluckst, macht zeitweise die Pforte zu deiner Lunge dicht. Weniger als 1% aller Menschen werden mit dem Herzen rechts statt links geboren. Du blinzelst 15 bis 20 Mal pro Minute oder 30.000 Mal am Tag. Deine Augen besitzen den schnellsten Muskel im ganzen Körper. Wenn du auf einen Computerbildschirm schaust, verlangsamt sich das Blinzeln auf 5 Mal pro Minute. Deine Augen verdanken ihre Farbe einem Pigment namens Melanin. Menschen mit braunen Augen haben mehr Melanin als grünäugige Personen. Wenn du blaue Augen hast, heißt das, das Augengewebe ist komplett farblos. Deine Augen bekommen ihre Farbe genau wie Wasser und der Himmel. Sie streuen Licht und reflektieren blaues Licht zurück. Die erste bekannte Person mit blauen Augen wurde in der Steinzeit geboren, vor etwa 7000 Jahren. Ich war damals nicht dabei. Es gibt ca. 3 Millionen Schweißdrüsen in deinem ganzen Körper. Viele von ihnen sitzen an deinen Fußsohlen sowie an Handflächen, Stirn, Achseln und Wangen.
Bei jedem Niesen verlässt die Luft deine Nase mit einer Geschwindigkeit von 160 Kilometer pro Stunde. In deinem Ohrenschmalz steckt kein Schmalz. Es besteht aus Fett, Hautzellen, Schweiß und Dreck. Bevor du aber versuchst, es loszuwerden, vergiss nicht, dass es deine Ohren vor Bakterien, Schmutz und Trockenheit beschützt. Stress und Angst regen im Übrigen seine Produktion an. Würde jemand eine Kamera aus dem menschlichen Auge machen, hätte die eine Auflösung von 576 Megapixeln. Dein Gehirn kann bis zu 25 Millionen Gigabyte an Daten speichern. Meins eher nicht. Wenn du wach bist, schluckst du einmal pro Minute und im Schlaf dreimal pro Stunde. Das ergibt insgesamt 600 Schlucke pro Tag. Wenn du linkshändig bist, kaust du sehr wahrscheinlich auf der linken Seite und wenn du rechtshändig bist, auf der rechten Seite. Deine Fingerabdrücke finden immer einen Weg, ihr einzigartiges Muster wiederherzustellen, egal wie schlimm du sie beschädigst. Jeder Mensch hat ein einmaliges Muster aus Kämmen und Rillen in den Ohren. Sie klingen auch unterschiedlich, dank mikroskopischer Haarzellen im Innenohr. Du würdest ein sehr starkes Mikrofon brauchen, um die Geräusche einzufangen, die sie produzieren. Die Art, wie du gehst, ist ein einzigartiges Merkmal. Maschinen können problemlos deine einzelnen winzigen Ticks, Hüpfer und Wege, dein Bein beim Laufen zu schwingen, unterscheiden. Dein Geruchssinn hilft dir, 80% des Geschmacks jedes Lebensmittels zu erkennen. Deshalb schmecken die Dinge so fade, wenn du dir die Nase zuhältst oder im Flugzeug knabberst, wo dein Geruchssinn schwächer ist. Frauen können sich besser an Gesichter und an zu erledigende Aufgaben erinnern als an Erledigtes. Bei Männern ist es andersrum. Deine Augenfarbe kann sich im Alter verändern und sogar je nach deiner Laune und Ernährungsgewohnheiten. 300 Milliarden neue Zellen entstehen jeden Tag in deinem Körper. Das ist mal Recycling. Deine Finger haben nicht einen einzigen Muskel. Ihre Gelenke bewegen sich dank der Muskeln in der Handfläche und dem Unterarm. Deine Fingernägel wachsen schneller als deine Zehennägel. Das liegt daran, dass du sie aktiver benutzt und sie mehr Sonne und Luft bekommen. Deine Augen senden deinem Gehirn ein auf den Kopf gestelltes 2D-Bild der Welt. Das korrigiert es und verwandelt es in das richtig herumgedrehte 3D-Bild, das es gewöhnt ist. In deinem Gehirn befinden sich mehr Nervenzellen und Verbindungen als Sterne in der Milchstraße. Solltest du beschließen, sie alle zu zählen, würde dich das 3000 Jahre kosten. Um es dir einfacher zu machen, du hast etwa 100 Milliarden Neuronen da drin. Den Raum zwischen deinen Augenbrauen nennt man offiziell Glabella. Den Raum zwischen meinen Ohren nennt man Lea. Du bist morgens größer als abends. Die Schwerkraft drückt das Knorpelgewebe um deine Knochen herum den Tag über zusammen, was dich kleiner macht, wenn du schlafen gehst. Falls du rechtshändig bist, wachsen die Fingernägel an deiner rechten Hand schneller als die der linken. Das liegt daran, dass du diese Hand öfter benutzt und eher irgendwie verletzt. Dein Körper versucht, sie zu beschützen und schickt mehr Blut und Nährstoffe zu ihr. Wenn du jeden Tag eine gesunde Menge an Schritten tust, wirst du 160.000 Kilometer zurückgelegt haben, wenn du 80 Jahre alt bist. Das wären 4 Umrundungen des Äquators. Der größte Muskel im Körper ist der Gluteus Maximus, hinten an der Hüfte, und du sitzt darauf. Na, Potzblitz. Der winzigste Muskel liegt mitten in deinem Ohr. Seine Hauptfunktion ist das Stabilisieren des Steigbügels, des winzigsten Knochens in deinem Körper. Er kümmert sich um das Übertragen von Schallwellen in dein Innenohr. Du verbringst etwa 5 Jahre deines Lebens mit Essen und ein Drittel deiner Lebenszeit mit Schlafen. Ein durchschnittlicher erwachsener Mensch mit einem Gewicht von 68 Kilogramm hat ein Skelett, das 9,5 Kilo wiegt. Ich nehme an, was übrig bleibt, sind Fleisch und so Zeug. Dein Herz schlägt im Laufe deines Lebens über 2,5 Milliarden Mal. Die Dicke deiner Haut unterscheidet sich am ganzen Körper. Die dickste hast du an deinen Handflächen und Fußsohlen, die dünnste an deinen Augenlidern. Deine Hautzellen brauchen 28 bis 30 Tage, um sich komplett zu erneuern. Selbst wenn du nur noch weniger als die Hälfte deiner Leber hast, kann sie sich auf ihre ursprüngliche Größe regenerieren. Deine Geschmacksnerven leben nur 10 bis 14 Tage lang. Danach erneuern sie sich. Und dann schmeckt alles ganz frisch?
Selbst wenn du ruhst, verwendet dein Gehirn mehr als 20% deiner Körperenergie, um weiterzuarbeiten. Die Gehirnhauptfunktion des Verarbeitens und Übertragen von Daten ist ganz schön teuer, was Energie angeht. Dein großer Zeh trägt 40% deines Körpergewichts. Ohne ihn wären Rennen und Gehen langsamer, kürzer und weniger effektiv. Dank der Schwerelosigkeit dehnen deine Bandscheiben sich im Weltraum aus. Deshalb kannst du dort bis zu 5 cm größer werden. Ein durchschnittlicher erwachsener Körper ist zu Hause von 7 Quadrilliarden Atomen. Das sind 7 Milliarden Milliarden oder eine 7 mit 27 Nullen. Rechne das gerne nach. Eine Raupe hat mehr Muskeln als du. Da heißt es 4400 gegen 650. Dein peripheres Sehen ist fast komplett schwarz-weiß. Das liegt daran, dass sich mehr Farberkennungszapfen in der Mitte deiner Netzhaut befinden als an den Seiten. Der Körper eines erwachsenen Menschen hat im Durchschnitt genug Fett in seinen Zellen, um 7 Seifenstücke herzustellen. Dein Schweiß an sich riecht nach gar nichts, aber die Bakterien, die auf deiner Haut leben, vermischen sich damit und geben ihm seinen berüchtigten Geruch. Zu roten Augen auf Fotos kommt es, weil deine Pupillen bei dem Blitz nicht genug Zeit haben, sich zusammenzuziehen. Ein großer Lichtschwall trifft auf deine Netzhaut und wird zurückgeworfen. Wenn du Angst hast, fühlen deine Beine sich bleischwer an, weil Adrenalin in dein System gepumpt wird. Das aktiviert die Kampf- oder Fluchtreaktion. Dein Körper schickt Blut zu den bedürftigsten Bereichen und lässt dich handeln und dich schützen. Frauen können mehr Farben unterscheiden als Männer, weil sie 2 X-Chromosomen haben und Männer nur eines. Selbst wenn etwas mit einem der Chromosomen nicht stimmt, kann eine Frau noch Farben korrekt erkennen. Deshalb sind Frauen selten farbenblind. Egal wie schlank oder mollig du bist, du hast genau die gleiche Anzahl an Fettzellen wie alle Menschen. Wenn du Sport treibst oder Diät machst, verschwinden sie nicht, sondern schrumpfen. Und sie können wieder wachsen. Alle Muskeln in deinem Körper sind an 2 Enden mit Knochen verbunden, um sich ziehen und bewegen zu können. Die einzige Ausnahme ist deine Zunge, die an einer Seite mit deinem Hals verbunden und an der anderen frei ist, um lustige Geräusche machen zu können. Die seltsam aussehenden Mücken, die du hin und wieder vor deinen Augen siehst, heißen Mouche Volantes oder so. Die siehst du aufgrund winziger struktureller Makel in einem bestimmten Teil deines Auges, die dem Licht im Wege stehen. Im Alter werden sie übrigens schlimmer. Ah, cool. Eine durchschnittliche Frau spricht 20.000 Worte am Tag, während es bei einem Mann 7.000 Worte sind. Das liegt daran, dass die Hirnregion für Sprachfähigkeiten und soziale Interaktion bei Frauen größer ist. Deine Hände und Füße allein würden ziemlich unheimlich aussehen. Außerdem enthalten sie mehr als die Hälfte aller Knochen in deinem ganzen Körper. Jede Hand besitzt 27 Knochen und jeder Fuß 26. Deine Daumen haben einen eigenen Puls, weil sich in ihnen große Arterien befinden. Deshalb kannst du nicht mit deinem Daumen deinen Puls am Hals fühlen. Du verbringst 10% deiner wachen Zeit mit geschlossenen Augen. Das entspricht all der Zeit, in der du blinzelst. Menschen sind in der Lage, Echolotung zu nutzen, genau wie Fledermäuse und Delfine. Mit etwas Training kannst du dich selbst in völliger Dunkelheit zurechtfinden, indem du die Töne analysierst, die von Objekten abprallen. Das muss ich noch üben. Im Durchschnitt dauert es 7 Minuten, um einzuschlafen. Es gibt allerdings Techniken, um diesen Vorgang auf 120 Sekunden zu verringern. Du kannst deine Nase physisch zwar sehen, aber dein Gehirn entscheidet, sie zu ignorieren. Ansonsten würde sie deinem Sehen im Weg sein und außerdem wäre sie unscharf. Etwa 12% der Menschen können nicht in Farbe träumen. Es gab noch mehr von ihnen, bevor das Farbfernsehen erfunden wurde. All deine Muskeln entspannen zur gleichen Zeit, gleich nachdem du eingeschlafen bist. Dein Gehirn denkt, du fällst und schickt schnell Signale an all deine Muskeln, die sie aufwecken. Deshalb fühlt es sich manchmal so an, als würdest du tatsächlich fallen. Von deinen Vorfahren hast du die Finger geerbt, die von Wasser faltig werden. Das hat ihnen Rutschfestigkeit gegeben, die sie brauchten, um bei Regenwetter zu überleben. Auch deine Zehen werden schrumpelig, damit du gefahrlos auf einer nassen Oberfläche stehen kannst. Vor vielen Jahrhunderten nutzten Menschen ihre Weisheitszähne, um feste Pflanzen und Wurzeln zu kauen. Als ihre Gehirne größer wurden, blieb weniger Platz im Mund und diese Zähne wurden ein Zusatz.
Inzwischen kannst du dein Essen kochen und ohne sie überleben. Jeden Tag trägt eine durchschnittliche Frau unwissentlich etwa 515 Chemikalien auf ihren Körper auf. Sie stecken in Deos, Shampoos, Spülungen, Feuchtigkeitscremes und anderen Schönheitsprodukten. Die meisten sind aber harmlos. Wenn du schläfst, kannst du nicht niesen, weil die Nervenzellen in deiner Nase, die dafür verantwortlich sind, ebenfalls schlafen. Du kannst im Schlaf auch keine Gerüche spüren. Ein durchschnittlicher Mensch besitzt etwa 250 Haare pro Augenbraue, doch manche Glückspilze haben insgesamt 1100 Haare. Augenbrauen halten Regentropfen und Schweiß von deinen Augen fern. Dein Skelett erneuert sich etwa alle 10 Jahre einmal komplett. Dieser Prozess hört nie auf, aber wird im Alter langsamer. Deshalb werden deine Knochen auch dünner. Ein erwachsener Mensch macht pro Minute 12 bis 16 Atemzüge. Das ergibt insgesamt zwischen 17.000 und 23.000 jeden Tag. Würdest du dein gesamtes Netz an Blutgefäßen zusammenlegen, wäre es lang genug, um die Erde zweimal zu umrunden. Das sind fast 100.000 Kilometer und du hättest ordentlich Muskelkater. Frauen haben auf ihrer Zunge mehr Geschmacksnerven als Männer. 35% der Frauen sind Superschmeckerinnen und haben mehr als 30 Geschmacksnerven auf einer Fläche so groß wie eine Lochung. Von einem Locher. Interessanter Vergleich. Zucker kommt ihnen süßer vor und Natrium salziger. Blonde Menschen haben die meisten Haarfollikel, etwa 146.000. Der zweite Platz geht an schwarzhaarige Menschen mit 110.000 Follikeln. Wenn du braune Haare hast, befinden sich etwa 100.000 Haarfollikel auf deinem Kopf und Rothaarige haben mit einem Durchschnitt von 86.000 Follikeln das dünnste Haar. Mit dem Alter können deine Füße größer werden, aber das heißt nicht, dass deine Knochen wachsen. Das passiert aufgrund von Gewichtszunahme und losen Gelenkbändern, die deine Füße mit der Zeit flacher und breiter machen. Wenn du auf der Achterbahn dieses Gefühl hast, dass sich dir der Magen umdreht, bewegen einige deiner Organe sich tatsächlich umher. Das passiert deinem Darm oder Magen, die beide eher lose befestigt sind und ist harmlos. Das steht hier zumindest. Deine Zähne sind mit Zahnschmelz überzogen, der sie so kräftig macht wie die eines Hais. Allerdings sind sie nicht so scharf. Deine Haare können sich um 30% ihrer Länge dehnen, wenn sie nass sind. Dein Gehirn braucht konstant Sauerstoff und benutzt 20% der Reserven in deinem Körper. Wenn du versuchst, irgendein Problem zu lösen, kann es noch mehr Sauerstoff verwenden, bis zu 50%. Würdest du beschließen, sämtliche Falten in deinem Gehirn zu glätten, hättest du eine Oberfläche so groß wie ein Kissenbezug. Wenn du Musik hörst, synchronisiert sich dein Herzschlag mit dem Rhythmus. Schnelleres Tempo lässt es schneller schlagen. Dein Diaphragma zuckt manchmal, wodurch du plötzlich mehr Luft aufnimmst. Dein Hals verschließt sich und unterbricht die Aufnahme. So funktioniert Schluckauf. Anders als es dir jeder Weltraumfilm erzählt, würdest du nicht sofort einfrieren, wenn du ohne Anzug ins offene All fliegst. Raumvakuum ist ein super Isolator, also würdest du deine Wärme einige Zeit behalten. Mach es nur nicht zur Gewohnheit. Die Atome in deinem Körper sind Milliarden von Jahren alt. Fast alle von ihnen sind in einem Stern entstanden und viele haben bereits mehrere Supernovas erlebt. Das macht dich zu einem großen Haufen Sternenstaub. Die Wissenschaft weiß noch immer nicht, wieso Menschen gähnen. Die beliebteste Theorie lautet, dass es dein Gehirn abkühlen und die Körpertemperatur regulieren soll. Menschen sind die einzigen Tiere, die ein Kinn haben. Selbst Schimpansen und Gorillas haben Unterkiefer, die von den Vorderzähnen ab- und zurückfallen. Wenn du atmest, wandert der Großteil der Luft nur durch ein Nasenloch. Nach ein paar Stunden wechselt das zum anderen und so geht es immer weiter. Deine Nase kann mit ihren 400 verschiedenen Arten von Duftrezeptoren etwa 1 Billion Gerüche wahrnehmen. Das Geräusch beim Knacken deiner Knöchel kommt von platzenden Gasblasen in deinen Gelenken. Noch mehr lustige Körpergeräusche. Du verbrennst schon Kalorien, wenn du nur atmest, fernsiehst oder sogar schläfst. Zu deinem 60. Geburtstag wirst du fast die Hälfte deiner Geschmacksnerven verloren haben. Deshalb merken ältere Menschen nichts Ungewöhnliches oder Bitteres mehr. Du brauchst nur 0,005 einer Sekunde, um ein Geräusch zu erkennen. Das ist 10-mal so schnell wie Blinzeln.
Es ist praktisch unmöglich, ein menschliches Haar zu zerstören. Wasser, Kälte und Korrosion können ihm nichts anhaben. Das Einzige, was du tun kannst, ist, es anzuzünden. Nein, mach das nicht. Etwa 1% der Menschheit fehlt eine spezielle Linse im Auge, sodass sie UV-Licht sehen können. Der berühmte impressionistische Maler Claude Monet gehörte zu diesem 1%. Wenn du an einem neuen Ort schläfst, bleibt dein halbes Gehirn wach. Dank dieser Tatsache kannst du schneller aufstehen, falls du dich vor irgendetwas oder jemandem beschützen musst. Das Geräusch deines Niesens hängt von deiner Nasengröße ab. Je größer die Nase, desto größer das Niesen, weil mehr Luft hinein und herauskommt. Sämtliche Fremden aus deinen Träumen sind echte Menschen, denen du irgendwann im Leben begegnet bist. Du erinnerst dich nur nicht an sie. Anders als andere Zellen können Neuronen sich nicht ersetzen. Würdest du 60 Worte pro Minute, 8 Stunden am Tag tippen, würde es dich 50 Jahre kosten, das menschliche Genom aufzuschreiben. Klingt nach echter Zeitverschwendung. Es gibt einen Namen für das Grübchen zwischen deiner Oberlippe und deiner Nase. Filtrum. Manche Menschen können mit Hilfe des Magnetfelds unseres Planeten navigieren. Genau wie Vögel. Ich? Ich komme gerade so mit meinem GPS klar. Wusstest du, dass Hühner springen und fliegen können? Sie wurden bereits 2000 vor Christus domestiziert. Obwohl sie die nötigen Federn und Muskeln zum Fliegen haben, nutzen sie diese Fähigkeit seit ihrer Domestizierung kaum noch. Wenn man sie aber dazu motiviert, können sie bis zu 2 Meter hoch springen, um zum Beispiel auf die andere Seite eines Zauns zu gelangen. Manche Hühner springen sogar auf Bäume und machen es sich dort bequem. Das sieht lustig aus, hat aber einen ernsten Hintergrund. Hühner suchen Schutz vor geflügelten Feinden und nutzen tagsüber Bäume als Versteck. Nachts wird der Baum zum Schutz vor Wind und Regen und vor möglichen Angriffen von Bodenfeinden. Selbst auf Bauernhöfen mit freilaufenden Hühnern gibt es Baumhöhlen als Nistplätze. So manches schlaue Huhn verlässt sogar den Stall und sucht sich so Schutz. Viele Hühnerhalter suchen deshalb nach Möglichkeiten, ihre Tiere unter Kontrolle zu halten. Hey Siri, suche nach "Wie gehe ich mit springenden Hühnern um?" Nun zu den Alltagsgegenständen und ihren Geheimnissen. Die Kabelbinder und Plastiketiketten auf den Brotverpackungen sind nicht zufällig bunt. Vielmehr sind sie nach den Tagen, an denen das Brot gebacken wird, farblich kodiert. Jeder Wochentag hat seine eigene Farbe. So steht der blaue Verschluss für Montag, der grüne für Dienstag, der rote für Donnerstag. So kann man erkennen, wie frisch das Brot ist. Die Farbcodes sind auch für die MitarbeiterInnen hilfreich. So können sie alte Brote im Regal leicht erkennen. Man isst, was man isst, sagt der Volksmund. Es hat sich jedoch gezeigt, dass unser Darm auch dazu da ist, uns glücklich zu machen. Das Hormon Serotonin, auch Wohlfühlhormon genannt, fungiert als Botenstoff und wird häufig mit dem Gehirn in Verbindung gebracht. Interessanterweise werden rund 590% des körpereigenen Serotonins im Verdauungstrakt gebildet. Viele von uns verwenden die Wörter Kräuter und Gewürze oft als Synonyme. Es handelt sich jedoch um unterschiedliche Gewürze. Gewürze werden aus allen Teilen einer Pflanze oder eines Baumes gewonnen, zum Beispiel aus der Wurzel, dem Samen oder der Rinde. Wir würzen unsere Speisen vor allem beim Braten und Kochen. Kräuter geben ihr Aroma schnell ab, deshalb fügen wir sie erst ganz zum Schluss hinzu. Hattest du schon einmal das Gefühl, beobachtet zu werden und hast festgestellt, dass du recht hattest? Dieses Gefühl nennt man Blickerkennung. Dein Gehirn spürt, wenn dich jemand anstarrt. Die Forschung erklärt das als eine Art Abwehrmechanismus. Ein direkter Blick kann ein Zeichen von Dominanz sein und das kann eine potenzielle Bedrohung darstellen. Menschen haben dieses Gefühl im Laufe der Zeit entwickelt. Seltsamerweise funktioniert es, wenn die Person einen direkt anschaut. Wenn der Blick nur ein paar Grad nach links oder rechts abweicht, reagiert das Gehirn nicht so.
Was ist mit dem Drang, deine Lieblingsfilme immer wieder zu sehen oder deine Lieblingssongs immer wieder zu hören? Damit bist du nicht allein. Diese Gewohnheit hat einige Vorteile für deine psychische Gesundheit. Es entspannt deinen Geist. Wenn Menschen sich überfordert fühlen, haben sie weniger Selbstkontrolle und sind weniger motiviert, schwierige Aufgaben zu erledigen. Du wirst immer wieder zur ersten Staffel von The Office zurückkehren, denn wenn du etwas Vertrautes siehst, hörst oder tust, musst du dich nicht anstrengen, um zu kontrollieren, was du denkst. Es ist also ein guter Weg, um einen schnellen mentalen Reset zu machen. Stell dir vor, du genießt den Sonnenuntergang auf einer Terrasse oder auf der Spitze des Eiffelturms. Wie aus dem Nichts flüstert dir deine innere Stimme zu: Und wenn ich springe? Das kommt nicht aus einer düsteren Stimmung heraus. Es ist einfach ein Gefühl, das sich einstellt, wenn man hoch oben ist. Es hat einen Namen. Ruf der Leere oder Höhenphänomen. Es ist ein relativ neues Forschungsthema. Weitere Studien sind im Gange. Du erinnerst dich sicher noch an Jim Carreys großartige Leistung in der Truman Show. Wusstest du, dass es den Truman Show-Wahn wirklich gibt? Dabei handelt es sich um ein Phänomen der kognitiven Neuropsychiatrie. Menschen, die unter diesem Wahn leiden, glauben, dass sie gefilmt werden und dass die Aufnahmen zur Unterhaltung ausgestrahlt werden. Kaum zu glauben, aber es gibt eine Zeit, da war Aluminium wertvoller als Gold. Heute benutzen wir es täglich, um unsere Sandwiches zu verpacken. Im 19. Jahrhundert war Aluminium ein seltenes und schwer zu beschaffendes Element. Es war buchstäblich schwer zu bekommen, bis Erfinder einen Weg fanden, es industriell zu gewinnen. Seither ist Aluminium allgegenwärtig. Der französische Herrscher Napoleon III. Soll sogar ein Besteck aus Aluminium besessen haben, mit dem er seine besonderen Gäste bewirtete. Im Jahr 2009 fand eine Party für Zeitreisende statt. Der theoretische Physiker Stephen Hawking hatte Zeitreisende zu einem Treffen eingeladen und ein großes Transparent mit der Aufschrift »Willkommen Zeitreisende« aufgehängt. Niemand kam. Vielleicht hatten die Zeitreisenden andere Verpflichtungen und kamen deshalb nicht zur Party. Ich schwöre, ich weine nicht, weil niemand zu dieser tollen Party gekommen ist. Ich habe nur eine Zwiebel geschnitten. Warum brechen wir beim Zwiebelschneiden in Tränen aus? Wegen eines bestimmten Enzyms. Gibt es eine Lösung? Nimm das nächste Mal ein feuchtes Papiertuch und lege es neben die Zwiebel auf das Schneidebrett. Die Säure des Enzyms wird auf das feuchte Papier tropfen und nicht in deine Augen. Der altägyptische bürgerliche Kalender war dem heutigen Kalender sehr ähnlich. Er hatte 365 Tage, die in 12 Monate unterteilt waren. Statt jedoch einen 31. auf mehrere Monate zu verteilen, wurde diese zusätzlichen Tage am Ende des Jahres angehängt. Und nun zurück ins Tierreich. Haben Zebras einen Vorteil durch ihr faszinierendes Muster? Diese Frage stellten sich auch Wissenschaftler und experimentierten. Sie kleideten Pferde mit einem zebraähnlichen Fell ein. Das Fell bedeckte den ganzen Körper der Pferde, nicht aber den Kopf. Und siehe da, das Zebramuster schreckte Fliegen ab. Die Wissenschaftler beobachteten, dass die Fliegen nur auf den Kopf der Tiere flogen und sich vom Körper fernhielten. Ameisen sind schon aus dem Märchen als fleißige Tiere bekannt. Das zeigt sich auch in der Realität. Sie können bis zum 20-fachen ihres eigenen Körpergewichts tragen. Aber diese Insekten haben noch andere edle Eigenschaften. Wenn eine Ameise ernsthaft verletzt ist, weigert sie sich, von der Sanitäterameise der Kolonie behandelt zu werden. Die Ameise weiß, dass sie das nicht kann. Anstatt die Ressourcen der Kolonie zu verschwenden, zwingt sie die Sanitäterameise, ohne sie weiterzumachen.
Kamele können etwa 15 Tage ohne Trinkwasser auskommen. Viele Menschen glauben, dass Kamele Wasser in ihren Höckern speichern. In Wirklichkeit dienen die Höcker dazu, Fett als Nahrung zu speichern, während das Wasser im Blutkreislauf gespeichert wird. In einigen Ländern gibt es die Tradition, Schönheitswettbewerbe für Kamele zu veranstalten. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar wurde beispielsweise ein solcher Wettbewerb als Attraktion durchgeführt. Du siehst eine riesige Stubenfliege in deiner Wohnung, aber sie flieht vor deinen Ninja-Händen. Du denkst vielleicht, dass sich die Natur in ein paar Tagen um sie kümmern wird. Aber in Wirklichkeit können Stubenfliegen 1 bis 2 Monate leben. Und nun zu einer Notsituation im Straßenverkehr. Die herausnehmbaren Kopfstützen im Auto können als Fluchtweg genutzt werden. Du kannst mit den Kopfstützen die Scheibe einschlagen, wenn du das Auto nicht durch die Türen verlassen kannst. Verkeile die Kopfstütze zwischen Fenster und Fensterbank und ziele auf eine Ecke. Wenn du mit der Kopfstütze so fest wie möglich schlägst, wird das Glas schließlich zerbrechen, auch wenn du vielleicht mehrere Versuche brauchst. Wenn du noch weitere interessante Fakten kennst, teile sie mit uns. Wie lange denkst du, rettet Eiscreme die Menschheit an heißen Sommertagen? Seit vielen Jahrhunderten. Niemand weiß genau, wie Eiscreme entdeckt wurde, aber es geht wahrscheinlich mindestens bis ins 4. Jahrhundert vor Christus zurück. Natürlich war es nicht das Eis, das wir heute kennen. Alexander der Große, der König von Makedonien, genoss Schnee und Eis mit Honig und Nektar. Das ist die frühe Eiscreme. Der römische Kaiser Nero Caesar aß Schnee, der mit Früchten und Säften aromatisiert war. Wie bekamen diese Leute Schnee, wenn sie in sehr warmen Klimazonen lebten? Nun, ihre Helfer liefen auf nahegelegene Berge, um ihn von dort zu holen. Ich bin mir nicht sicher, wie sie damit ohne Kühlschrank umgingen, aber sie hatten schon ihre Methoden. Einige Historiker sagen, dass es tiefe, mit Stroh bedeckte Gruben gab und der Schnee wurde dort gelagert, nachdem er von den Bergen geerntet worden war. Wie er auf dem Weg zur Grube nicht schmolz, bleibt mir ein Rätsel. Aber die Geschichte hat viele solcher Geheimnisse. Soweit war es also nur Eis und Schnee. Aber wir wissen alle, dass das nicht das Eis ist, das wir gewohnt sind. Eine der Hauptzutaten des Desserts, das wir heute kennen, ist Milch. Und diese trat wahrscheinlich um das 7. Jahrhundert nach Christus in China auf. Damals herrschte die Tang-Dynastie über das Land und die Kaiser waren wahrscheinlich die ersten, die Eis mit Milch aßen. Damals wurde es aus Büffel-, Ziegen- oder Kuhmilch hergestellt. Um den Geschmack und das Aroma zu verbessern, fügten sie Kampfer hinzu. Dann wurde die Mischung in Metallröhren gefüllt und in einem Eisbecken gelagert, um zu gefrieren. Lassen wir China und wenden uns der arabischen Welt im Mittelalter zu. Schauen wir mal, welche frostigen Leckereien sie dort aßen. Sie tranken eisgekühlte Erfrischungen, die frühen Versionen von Sorbet. Dort wurden sie meist aus Granatapfel, Kirsche oder Quitte hergestellt. Bald darauf nahmen es die Europäer auf und es wurde auch in Europa populär. Vor allem die Italiener und Franzosen liebten es, also nahmen sie es von dort und entwickelten es zu ihren eigenen Versionen. Im 17. Jahrhundert war Antonio Latini der Erste, der offiziell ein Rezept für sein Sorbetto aufzeichnete. Es enthielt Früchte, Eis sowie Zucker und Milch. Dieses Rezept betrachteten die meisten Historiker als das erste offizielle Eiscreme-Rezept. Die Italiener entwickelten ihre eigene Art von Sorbet, das Gelato genannt wird. Auf Italienisch bedeutet es gefroren. Niemand weiß genau, wer Gelato erfunden hat, aber jeder kennt den Mann, der das erste Café in Paris eröffnete und es verkaufte. Ein Italiener aus Sizilien eröffnete 1686 sein I Procope und das Café wurde zu einem beliebten Treffpunkt für berühmte Intellektuelle jener Zeit. So lernten die Franzosen zum ersten Mal das italienische Gelato kennen, das in Porzellanschalen verkauft wurde, die Eierbecher ähnelten. Aber eines musst du dir merken. Nenne Gelato niemals Eis, besonders nicht vor Italienern. Obwohl die beiden ähnlich erscheinen mögen, gibt es viele wesentliche Unterschiede. Gelato enthält viel weniger Fett, weniger Luft und der Geschmack ist intensiver. Außerdem wird es wärmer serviert als Eiscreme.
Das ist also die italienische Art. Die Franzosen haben ihr eigenes gefrorenes Dessert entwickelt, das Fromage. Das bedeutet auf Französisch Käse, hat aber eigentlich nichts damit zu tun. Ursprünglich wurde es aus Sahne, Zucker und Orangenblütenwasser gemacht. Auch heute noch ist Sahne eine wichtige Zutat, also ist das Fromage cremiger und schwerer als ein Gelato. Wusstest du auch, dass Eier zur Herstellung beider verwendet werden? Ja, es ist eine wichtige Zutat für Gelato und Fromage, die dem Dessert das nötige Fett, aber auch einen bestimmten Geschmack verleiht. Wir haben noch nicht über Amerika gesprochen. Vermutlich haben die europäischen Einwanderer das Eis nach Amerika gebracht. Die erste Eisdiele in den USA eröffnete 1790 in New York. Aber bis zum Beginn des nächsten Jahrhunderts war es nur der Elite vorbehalten. Aber als es einmal üblicher wurde, eroberte es natürlich das Land. Es konnte nicht anders sein, oder? Als NASA-Astronauten gefragt wurden, was sie am meisten vermissten, stand Eis ganz oben auf der Liste. Heute werden 9% der gesamten Kuhmilch in den USA zur Eisproduktion verwendet. Die größten Eisliebhaber der Welt leben in Neuseeland. Das Land ist der weltgrößte Eisverbraucher pro Kopf. An zweiter Stelle stehen die USA. Was glaubst du, was ist der beliebteste Eisgeschmack? Ja, Vanille natürlich. Der zweitbeliebteste ist Schokolade. Tatsächlich wurde Schokoladeneis früher erfunden. Das liegt daran, dass Vanille lange Zeit nicht verfügbar war. Heute wird der Großteil der Vanille aus Indonesien und Madagaskar importiert. Heutzutage gibt es über 1000 Eissorten. Es gibt ziemlich viele wirklich seltsame, wie zum Beispiel Hotdog-Geschmack, Speck, Avocado, Lakritz, Krake, Qualmgeschmack und sogar gerösteter Knoblauch. Dann gibt es auch noch Käseeis, das auf den Philippinen wirklich sehr verbreitet ist. Die Philippinen bekamen erst im 19. Jahrhundert Eis, aber es war erst ein ganzes Jahrhundert später weit verbreitet. Nachdem Kühlschränke weit verbreitet waren, eröffnete ein Amerikaner die erste Eisdiele im Land und bot Eis in drei Varianten an: Vanille, Schokolade und Erdbeere. Bald darauf begannen immer mehr Menschen, die gefrorene Leckerei herzustellen und dabei lokal verfügbare Produkte wie Mango, Avocado und Kokosnuss zu verwenden. Statt Kuhmilch nehmen Filipinos traditionell Milch von heimischen Wasserbüffeln, aus der auch Weißkäse gemacht wird. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde Cheddar-Käse erstmals auf die Philippinen importiert und wurde sofort zum Favoriten. Er ist Bestandteil der berühmten philippinischen Spaghetti und eine gängige Zutat für Gebäck. Ohne lange zu überlegen, kombinierten sie ihren Lieblingskäse mit ihrem Lieblingsdessert Eis. Und sie bekamen ein erstaunliches, cremig-salzig-süßes Käseeis. Also ja, das ist eine lange Geschichte. Wir haben über eiskalte Getränke, Sorbet und Eis gesprochen, aber kein Wort über Eis am Stiel. Das stimmt, Eis am Stiel gab es lange Zeit nicht. Tatsächlich wurde es erst 1905 zufällig von einem 11-jährigen Jungen namens Frank Epperson erfunden. In einer kalten Nacht mischte er süßes Limopulver mit Wasser und vergaß es draußen. Nachdem es die ganze Nacht dort stand, wurde es gefroren. Als der Junge zurückkehrte und es fand, musste er es vom Holzstiel lecken, mit dem er es umrührte. Es schmeckte ihm so gut, dass er begann, es herzustellen. Er nannte sie Epsicles, zu Ehren seines eigenen Namens, aber später entwickelte sich der Name zu Eis am Stiel. Eistüten wurden 1904 erfunden, nur ein Jahr vor dem Eis am Stiel. Ein Mann verkaufte waffelähnliche Gebäckstücke auf einer Messe. Gleich neben ihm gab es einen anderen Mann, der Eis verkaufte. Irgendwann gingen dem Eisverkäufer die Teller aus und er wusste nicht, was er tun sollte. Also rollte sein Nachbar seine Waffel und bot an, darin Eis zu verkaufen. Die Geschichte des Eis ist noch lange nicht zu Ende. Auch heute noch werden immer wieder neue Leckereien erfunden. Slurpees zum Beispiel wurden erst in den späten 1950er Jahren erfunden. Omar Knedlik arbeitete bei Dairy Queen in Kansas City und der Limobrunnen ging kaputt. Um die Getränke kühl zu halten, stellte er sie in den Gefrierschrank. Sie wurden matschig und so kam der Mann auf die Idee, eine Maschine zu bauen, die gefrorene Getränke herstellt. Er erfand sogar den Namen Icy und kreierte ein Logo für die Marke. Einige Jahre später kaufte 7-Eleven das Recht, die Getränke zu verkaufen und sie wurden populär.
Die neueste eisartige Erfindung ist Dippin' Dots. Im Jahr 1988 wollte ein Mikrobiologe Kühe einfacher füttern und begann, Kuhfutter einzufrieren. Dann dachte er ein wenig weiter und fand heraus, dass man auch andere Lebensmittel einfrieren kann, nicht nur Kuhfutter. Also begann er, Eis einzufrieren und es war ein Riesenspaß. Das war's für heute. Vielleicht fällt dir auch etwas ein und du wirst für immer in die Geschichte des Eises eingehen, so wie all diese Helden, die wir heute erwähnt haben. Ich hab das gerade ausprobiert. Zwick deinen Ellenbogen so fest du kannst. Du spürst kaum einen Schmerz. Stimmt's? Warum? Weil verschiedene Bereiche deiner Haut unterschiedliche Nervenenden haben. Unser Körper ist so konzipiert, dass er an den Stellen, die besonders gefährdet sind, stärker auf Schmerzen reagiert. Dort gibt es mehr Nervenenden, damit wir diese Stellen besser schützen. Und die Haut, die wir am Ellenbogen haben, hat weniger Schmerzrezeptoren. Aber ich rede nicht von dem kribbelnden Schmerz, den du spürst, wenn du den Ellenbogen gestoßen hast. Du kennst diesen Schmerz, der sich so anfühlt, als ob dein Arm einen Stromschlag bekommen hätte. Das ist kein Gefühl, das dich vor Freude tanzen lässt, auch wenn er vom Musikantenknochen kommt. Der übrigens gar kein Knochen ist. Es ist ein Nerv, der in deiner Wirbelsäule beginnt, zu deinem Nacken und durch deinen Ellenbogen zu den Fingern verläuft. Sein richtiger Name ist Nervus ulnaris. Er ist einer der drei Hauptnerven in deinem Arm und sorgt für dein Fingerspitzengefühl. Der Nerv in der Elle ist durch Muskeln, Fett und Knochen gut geschützt. Aber an deinem Ellenbogen liegt dieser Nerv frei. Und dort nennen wir ihn Musikantenknochen. Eine andere, aber nachvollziehbare Version der Achillesgeschichte. Okay, jetzt weißt du, warum du Schmerzen empfindest, wenn du dir den Musikantenknochen stößt und warum du kaum etwas spürst, wenn du dir in den Ellenbogen zwickst. Das nächste Phänomen hat mit sozial unangenehmen Momenten zu tun. Okay, so unangenehm sind die wahrscheinlich gar nicht. Es kann auftreten, wenn dein Schwarm dir ein Kompliment macht. Es geht also ums Erröten. Ich bin mir fast nicht sicher, ob es diese Schmetterlinge im Bauch gibt, wenn man verliebt ist, aber ich weiß, wenn du errötest, wird auch deine Magenschleimhaut rot. Ich habe nachgeschaut. Die Magenschleimhaut ist das Gewebe, das deine Magenwand vor der Magensäure schützt. Wenn du errötest, wird auch diese rot. Beim Erröten steigt nämlich das Blut an die Oberfläche der Haut und das passiert auch beim Magen. Es ist ein natürlicher Prozess, eine physiologische Reaktion auf die Veränderung deiner Gefühle. Da wir gerade beim Magen sind, kann ich dir auch gleich erzählen, dass deine Magensäure die Fähigkeit hat, einen Stahltisch zu zersetzen. Das heißt im Umkehrschluss, die Säure wäre in der Lage, deine Organe zu verdauen. Aber zum Glück gibt's die Magenschleimhaut, die das verhindert. Weißt du eigentlich, dass du im Dunkeln leuchtest? Mach jetzt nicht das Licht aus, denn dein Leuchten kannst du mit bloßem Auge nicht sehen. Diese Bilder von glitzernden Menschen stammen von hochempfindlichen Kameras. Eine japanische Forschungsgruppe konnte als erstes Bilder der menschlichen Biolumineszenz aufnehmen. Nur hochempfindliche Kameras zeigen, dass unser Körper winzige Lichtmengen aussendet. Dieses Licht ist aber tausendmal schwächer als das, was unsere Augen erkennen können. Offenbar produzieren alle Lebewesen dank chemischer Reaktionen in den Zellen eine kleine Menge Licht. Und der Mensch wurde jetzt in diese Liste aufgenommen. Die Forschungsgruppe hatte die Oberkörper der Freiwilligen mehrere Tage lang fotografiert. Die Ergebnisse zeigten, dass die Menge des ausgestrahlten Lichts einem 24-Stunden-Zyklus folgte. Das Leuchten ist am späten Nachmittag am stärksten und in der Nacht am schwächsten. Außerdem geht das hellste Licht von den Wangen, der Stirn und dem Nacken aus. Interessant ist, dass sie nicht mit den hellsten Bereichen übereinstimmen, die von Wärmekameras erfasst wurden. Wusstest du eigentlich, dass du morgens größer bist als am Abend? Ja, ich habe dich nachts vermessen. Im Ernst, dieser Höhenunterschied hängt mit der Schwerkraft zusammen. Die Schwerkraft drückt die Knorpel in deiner Wirbelsäule und deinen Knien zusammen, wenn du den ganzen Tag auf den Beinen bist oder sitzt. Wenn du aber liegst, entspannt sich deine Wirbelsäule und dehnt sich. Deshalb bist du morgens, nachdem du die Nacht im Bett gelegen hast, größer als am Abend zuvor. Der Größenunterschied beträgt aber nur etwa 2,5 Zentimeter. Kein Grund, damit anzugeben. Fun Fact: Die Astronauten, die von einer Mission von der ISS zurückkehren, sind ein paar Zentimeter größer als auf der Erde. Das liegt natürlich an der fehlenden Schwerkraft da oben. Aber wie du jetzt weißt, bleiben sie nicht ewig groß, denn auf der Erde drückt sie die Schwerkraft wieder auf ihre normale Größe zurück.
Kommen wir jetzt wieder zurück zum Organ, von dem wir eben gesprochen haben, die Haut. Ja, die Haut ist ein Organ. Sie ist sogar das größte Organ deines Körpers. Sie macht etwa 15% deines Körpergewichts aus. Was macht dieses Organ noch, außer deinen Körper zu bedecken? Die Haut erfüllt lebenswichtige Funktionen. Zum Beispiel schützt sie deinen Körper vor äußeren physischen und biologischen Schäden. Außerdem verhindert sie einen übermäßigen Wasserverlust. Ich bin gespannt, welche Überraschungen der menschliche Körper noch für uns bereithält. Aber jetzt befassen wir uns erstmal mit ein paar Tieren. Eulen haben keine Augäpfel. Stattdessen haben sie etwas, das man Augenröhre nennt. Ihre sterbförmigen Augen können sich nicht in ihren Augenhöhlen bewegen, wie es unsere Augäpfel können. Deshalb drehen Eulen ihren Körper, um sich umzusehen. Aber wenn sie ihren Körper bewegen, machen sie Geräusche, die andere Tiere hören könnten. Deshalb haben Eulen Hälse entwickelt, die sich um 270 Grad drehen können. Und das ist super leise. Aber warum dieser Umstand? Naja, Eulen sind nachtaktiv und für die Nachtsicht ist eine große Hornhaut wichtig, um so viel Licht wie möglich aufzunehmen. Das ist auch der Grund, warum die meisten nachtaktiven Tiere, wie die langsamen Loris, so große Augen haben. Bei Eulen ist das aber ein bisschen anders. Weil sie kleine Köpfe haben, passen so große Augen nicht rein. Und obwohl sie keine Augäpfel haben, haben sie dennoch drei Paar Augenlider. Ein Lid ist zum Blinzeln, eines zum Schlafen und das letzte, um die Augenröhren sauber zu halten. Ist das wichtig für die Eulen? Ich schätze schon. Kommen wir jetzt zu den Tieren, die du wahrscheinlich besser kennst. Miau. Katzen haben ein zusätzliches Organ, mit dem sie Gerüche in der Luft wahrnehmen können. Dieses Organ wird Jacobson-Organ oder Vomeronasal-Organ genannt. Es befindet sich in der Nasenhöhle der Katze und mündet in ihrem Gaumen. Dieses Organ erkennt mit Hilfe von Nerven, die direkt zum Gehirn führen, bestimmte Chemikalien in der Luft. Das ist aber kein normales Schnüffeln. Die Geruchsrezeptoren des Jacobsons-Organ sind nicht für gewöhnliche Gerüche ausgelegt. Sie erkennen Chemikalien, die eigentlich gar keinen Geruch haben. Mit anderen Worten, Katzen riechen nicht wahrnehmbare Gerüche. Aber das ist noch nicht alles. Das Jacobson-Organ steigert auch den Geruchssinn. Das hilft schon den Kätzchen, wenn sie die Zitzen ihrer Mutter finden müssen. Stell dir vor, es gibt zwei Mutterkatzen und vier Kätzchen. Die Kätzchen können mithilfe ihres Geruchssinns ihre Mutter von der anderen Katzenmutter unterscheiden. Wenn du jemand Neues triffst, schätzt du diese Person anhand ihrer Körpersprache ein. Katzen können das auch, indem sie sich gegenseitig beschnuppern. Bei dieser Begrüßung werden Pheromone freigesetzt, über die die Katzen mehr über sich erfahren. Zum Beispiel, was die eine Katze gerne frisst oder ob sie gesund oder krank ist. Sie können sogar erschnüffeln, ob die andere Katze glücklich oder launisch ist. All das dank des Jacobson-Organs. Und noch ein Fakt über Katzen. Ihre Nase hat deutliche Rillen, die wie ein Muster aussehen. Ähnlich wie unsere Fingerabdrücke haben auch Katzen einen einzigartigen Nasenabdruck. Der kann zur Identifizierung genutzt werden. Okay, Katze, wir können dich einbuchten, weil du die Vase zerbrochen hast. Wir haben überall deine Nasenabdrücke gefunden. Lässt du dich auf einen Deal ein? Dann sag uns, was du über den Hund und die zerkaute DVD weißt. Du bist eher der Hundetyp, dann pass jetzt auf. Du hast bestimmt schon gehört, dass Hunde farbenblind sind. Das stimmt aber nicht. Okay, sie können nicht die Farbpalette sehen, die wir Menschen sehen, aber sie sehen Farben. Ihre Farbpalette besteht aber hauptsächlich aus Gelb, Blau und Violett. Unsere Rot-, Grün- und Orangetöne können sie leider nicht wahrnehmen. Und jetzt kommen wir noch zu den Schildkröten. Weißt du eigentlich, dass sie ihren Panzer nicht verlassen können? Sie sind an ihm festgewachsen. Aber zum Glück wächst der Panzer mit der Schildkröte, ähnlich wie unsere Haut. Der Panzer einer Schildkröte besteht übrigens aus 50 Knochen und ist ein Skelett mit Wirbelsäule und Brustkorb. Damit können sie bequem in den Urlaub fahren. Sie haben ihr Wohnmobil ja quasi immer dabei, können es aber nicht verschrotten. Hat der Knopf an der Oberseite deiner Baseballmütze einen Zweck? Ja, einen ästhetischen. Und dieses kleine Ding hat sogar einen Namen. Fachleute nennen ihn Squatcho. Ursprünglich diente er dazu, die vier Teile der Mütze zusammenzuhalten. Aber als die Hutmacher besser wurden, brauchten sie diesen Knopf nicht mehr und er wurde entfernt. Aber die Mützen sahen dann nicht mehr so gut aus und wegen der hohen Nachfrage wurde der Squatcho wieder draufgesetzt. Wusstest du, dass hochhackige Schuhe ursprünglich nicht für schicke Bälle erfunden waren? Im 10. Jahrhundert ritten die Leute mit flachen Schuhen, was ziemlich schwierig war, weil beim Reiten ständig die Füße aus den Steigbügeln rutschten. Aber dank der höheren Absätze konnte dieses Problem gelöst werden.
Mit Absätzen bekamen die Füße einen besseren Halt und so wurden sie immer beliebter. Dann dauerte es nicht lange und die Absätze wurden zum Modeaccessoire, das zu stylischen Outfits getragen wurde. Prominente Leute gingen nicht mehr ohne sie raus. Ein Pferd mit schicken Absätzen zu reiten, kannst du mit dem Besitz eines luxuriösen Sportwagens vergleichen. Obwohl Absätze anfangs vor allem von Männern getragen wurden, übernahmen die Damen den kultigen Trend im 17. Jahrhundert. Und das war bisher auch der größte Trend, der sich durchgesetzt hat. Im alten Rom war Salz so wertvoll, dass man es weißes Gold nannte. Bei sengender Hitze und ohne Kühlschränke nutzten die Römer Salz, um Essen, vor allem Fleisch und Fisch, haltbar zu machen. Außerdem fanden sie damals schon, dass gesalzenes Essen leckerer schmeckt. Die lateinische Bezeichnung für Salz ist Sal und wurde auch als Gehaltszahlung genutzt. Daher stammt auch das englische Wort Salary für Gehalt. Reis ist das älteste kultivierte Essen der Menschheitsgeschichte. Ursprünglich wuchs das Wildgras nur in einem kleinen Tal in Südostasien vor etwa 15.000 Jahren. Und heute dient Reis weltweit als Grundnahrungsmittel und ist eine beliebte Beilage für 3,5 Milliarden Menschen. Eine Welt ohne Videogespräche, die du über die Kamera deines Smartphones oder Laptops führst, ist kaum noch wegzudenken. Die Technologie hat zu bahnbrechenden Innovationen beigetragen, die auch das Arbeiten von zu Hause vorantrieb. Aber der ursprüngliche Zweck von Videoübertragungen war ein ganz anderer. Die Technologie wurde eingeführt, um zu checken, ob noch Kaffee in der Kanne ist. Auf die Idee kam 1933 eine Forschungsgruppe der Universität Cambridge. Denn immer, wenn sie eine Pause machten, um sich eine Tasse Kaffee zu holen, war die Kanne leer. Also erfanden sie ein Gerät zur Überwachung und schlossen eine Kamera an. So konnten sie auf ihren Computern im Livestream die Kaffeekanne im Blick behalten. Und dank dieser Forschungsgruppe können wir heute im Pyjama arbeiten. Du kennst Albert Einstein für seine bahnbrechenden Entdeckungen. Aber es gibt etwas, das er miterfunden hat, wovon aber heute kaum noch jemand spricht. Zusammen mit seinem Schüler erfand er einen modifizierten Kühlschrank. Der war aber nicht so, wie wir ihn heute kennen. In den 1920er Jahren waren Kühlschränke nicht ganz ungefährlich, weil sie giftige Gase produzierten. Einstein wollte eine sicherere Version entwickeln, die keinen Strom braucht, ohne bewegliche Teile auskommt und nur eine Wärmequelle zum Betrieb benötigt. Leider bekam er nicht genug Geld zusammen, sodass das Projekt auf Eis gelegt wurde. Später, in den 1950er Jahren, kamen dann die elektrischen Kühlschränke auf den Markt. Aber im Jahr 2008 griffen Ingenieure der Universität Oxford dieses Retro-Design wieder auf. Sie arbeiten noch daran, aber sobald sie fertig sind, ist der Einstein-Kühlschrank perfekt für ländliche Gebiete ohne Strom oder für Menschen, die ohne Stromnetz leben wollen. Diese willkürliche Anordnung der Buchstaben auf dem Querz-Layout macht das Tippen nicht einfacher, nicht wahr? In den 1870er Jahren erfand Christopher Scholes ein Layout, mit dem das Tippen doppelt so schnell ging. Aber weil die häufig benutzten Buchstaben nebeneinander lagen, tippten die Leute zu schnell, wodurch die Schreibmaschinen ständig stecken blieben. Und so entwickelte er das, zu Englisch, QWERTY-Layout. Damit zwang er die Schreibkräfte, langsamer zu tippen, weil sie nach den Buchstaben suchen mussten. Das Layout der Tastaturen ist bis heute gleich geblieben und die Menschen auf der ganzen Welt haben sich daran gewöhnt. Das Plastikende deines Schnürsenkels nennt man Pinke und das nutzten schon die Leute im alten Rom. Damals gab es natürlich noch kein Plastik, also wurden sie aus Stein, Glas oder Metall hergestellt. Besonders reiche Leute verzierten ihre Schuhe auch gerne mit Edelmetallen wie Messing oder Silber. Was war zuerst da, der Fernseher oder die Fernbedienung? Die Technologie, die in der Fernbedienung steckt, ist mehrere Jahrzehnte älter als der Fernseher. 1898 entwickelte Nikola Tesla eine Maschine, die mechanische Geräte mit Radiowellen steuern konnte. Zunächst versuchte er, die Idee eines Radiowellengeräts für Fernbedienungsboote zu verkaufen, aber potenzielle Käufer waren daran nicht interessiert. Er war seinerzeit zu weit voraus. Fernbedienungen wurden erst 1956 für Fernsehgeräte eingesetzt. Der Ingenieur Percy Spencer erfand 1945 zufällig etwas Geniales. Er arbeitete an einer neuen Vakuumröhre, dem Magnetron, das in frühen Radarsystemen eingesetzt wurde. Als er an diesem Projekt arbeitete, merkte er, dass die Schokolade in seiner Tasche geschmolzen war. Er erkannte das Erhitzungspotenzial des Magnetrons und machte sich aus Maiskörnern Popcorn. Dann testete er es mit Eiern, aber verursachte eine kleine Schweinerei.
Danach baute er eine Metallbox, in der die Energie gefangen blieb. Und so entstand die erste Mikrowelle. 1733 beauftragte ein Herzog in England den Architekten William Kent damit, ein Fortbewegungsmittel für seine Kinder zu bauen. Kent hatte auch gleich eine Idee und baute den ersten Kinderwagen, den man aber nicht schieben musste. Er hatte hinten keine Griffe, weil er wie eine Kutsche gebaut war, die von einer Ziege oder einem kleinen Pony gezogen wurde. Es wurden nur wenige Exemplare gebaut, weil sie so teuer waren. Mehr als 100 Jahre später, und zwar 1848, kam der erste Kinderwagen mit Schiebegriffen raus, der auch erschwinglich war. Amerikanische Polizisten und Donuts gehören irgendwie zusammen, oder? Aber warum? In den 1950er Jahren war es in den USA für Polizisten, die Nachtschicht hatten, schwierig, einen Laden zu finden, wo sie einen Mitternachtssnack kaufen konnten. Donutläden waren zu dieser Zeit in Familienbesitz. Sie arbeiteten die ganze Nacht, um am nächsten Tag frische Donuts zu liefern. Die Läden waren nachts ein leichtes Ziel für Räuber, aber dank der Polizisten kam es zu einer Win-Win-Situation. Die Polizisten bekamen ihren Mitternachtssnack und die Läden erhielten zusätzlichen Schutz. Entspannst du auch gerne mit der Luftpolsterfolie? Sie hilft natürlich auch, empfindliche Sachen beim Transport zu schützen. 1957 klebten zwei Ingenieure zwei Duschvorhänge zusammen, wodurch Luftblasen eingeschlossen wurden. So wurde die erste Luftpolsterfolie hergestellt. Eigentlich wollten sie diese Idee als Strukturtapete verkaufen. Aber das Produkt kam nicht gut an. Einige Zeit später versuchten sie, sie als Isolierung für Gewächshäuser zu verkaufen. Aber auch die fand keine Abnehmer. Das änderte sich aber 1960, als IBM empfindliche Computerteile verschicken musste. Die Luftpolsterfolie war perfekt dafür und so hat sie ihren Zweck gefunden. Jeder hat heute Apps zur Navigation auf dem Smartphone. Die sind einfach und sicher. Aber früher gab es nur diese faltbaren Karten. Das war damals auch eine hart umkämpfte Industrie. Das ging sogar so weit, dass Kartenmacher Phantomsiedlungen einzeichneten, womit sie verhindern wollten, dass Konkurrenten ihre Karten kopierten. Diese Fake-Orte wurden Copyright-Fallen genannt. Aber eine dieser Fake-Siedlungen wurde dann doch real. Agloe in New York wurde von der General Drafting Corporation in eine Karte eingezeichnet. Ein anderer konkurrierender Kartenhersteller hatte diesen Ort dann auch in seine Karte aufgenommen und die Urheberrechtsfalle schnappte zu. Vor Gericht stellte sich dann aber heraus, dass dort 1950 ein Gemischtwarenladen eröffnet hatte. Der Besitzer des Ladens ging davon aus, dass Agloe wegen der Karte ein echter Ort war und benannte seinen Laden danach. Es konnte also kein Verstoß gegen das Urheberrecht festgestellt werden, weil Agloe dank des Gemischtwarenladens technisch gesehen existierte. 1943 war Vester Stout aus Illinois mit der Sicherung von Paketen beauftragt. Aber das minderwertige Klebeband fiel bei Nässe auseinander. Also bat sie ihren Chef, an wasserfestem Klebeband zu arbeiten, was sie nicht durfte. Also schrieb sie einen Brief an Präsident Roosevelt, erläuterte ihre Idee für ein besseres Klebeband und schickte detaillierte Entwürfe mit. Roosevelt fand die Idee ziemlich gut und ließ sie gewähren. Das neue Klebeband entpuppte sich als perfekt, sodass jeder es haben wollte und es wurde in Baumärkten verkauft. In den 1950er Jahren wickelten die Leute ihre Luftkanäle damit ein, die im Englischen Air Ducts genannt werden. Und so kam das Klebeband zu seinem Namen, Duct Tape. Aber der Klebstoff war nicht für niedrige und hohe Temperaturen geeignet und das Band fiel ab. Aber an anderer Stelle hielt es perfekt und so blieb es auf seinem Siegeszug durch die Welt. Weißt du zufällig, warum wir das Panzertape nennen? Warum muss man am Flughafen bei der Sicherheitskontrolle seinen Laptop aus dem Rucksack holen und in eine separate Gepäckwanne legen? Weil Laptops sehr dicht sind. Das Röntgengerät kann sie nur schwer durchleuchten. Sie wären also ein ideales Versteck. Aber wenn dein Laptop alleine in dieser Wanne liegt, kann der Scanner ihn besser auf Gefahren abchecken. Normalerweise sind die Nachrichten, die du mit iMessage verschickst, blau. Stimmt's? Aber schau mal, die hier ist grün. Kein Grund zur Panik, du wurdest nicht blockiert oder so. Man hat dir nur eine normale SMS geschickt und keine iMessage. Du weißt, dass iMessages nur an Personen gesendet werden können, die ein Apple-Gerät haben. Wenn der Empfänger also keins hat, werden die Nachrichten grün. Manchmal zeigt dir dein iPhone aber auch eine SMS an, wenn es keine Internetverbindung hat. iMessages laufen über das Internet, aber die SMS kommt über ein Mobilfunksignal.
Die Stecker deiner Kopfhörer haben kleine Plastikringe, die ihn in verschiedene Abschnitte teilen. Diese Abschnitte nennt man Pins und jeder dient einem anderen Zweck. Jeder Stecker hat mindestens einen Plastikring, denn er braucht mindestens zwei Pins. Der eine ist dazu da, Störungen auszublenden und der andere, um das Signal zu übertragen. Hat dein Kopfhörer zum Beispiel nur einen Ring, also zwei Abschnitte, kann er nur Mono wiedergeben. Das heißt, auf dem rechten und linken Ohr kommt der gleiche Ton. Hat der Stecker zwei Ringe, also drei Abschnitte, dann gibt es den Basisring, der Störungen unterdrückt, und jeweils einen für jedes Ohr. Drei Ringe und vier Abschnitte bedeuten, dass du ein Set hast. Einen Basisring, einen für jedes Ohr und der letzte ist für das Mikrofon. Ist dir schon mal aufgefallen, dass alle Kreditkarten, egal von welcher Bank oder aus welchem Land sie kommen, genau die gleiche Größe haben? Ja, die erste Kreditkarte wurde 1958 von der Bank of America rausgegeben. Aus ihr wurde später ein internationaler Standard, an den sich alle Kartenaussteller auf der ganzen Welt halten. Dieser Standard schreibt nicht nur die Größe vor, sondern auch die Dicke. Pfeifen funktionieren auch, wenn sie keine Kugel in sich haben, aber trotzdem haben die meisten eine. Eine Pfeife ohne Ball trillert sehr flach und man hört sie nicht deutlich genug. Wenn du in eine Pfeife mit Kugel pustest, bewegt sich die Kugel im Inneren, wodurch verschiedene Tonhöhen entstehen und das Trillern wird deutlicher. Diese Metallnieten an Jeans kennt jeder, aber wer hat sie erfunden? Richtig, das war Jacob Davis, der Mann, der die erste Jeans mit Kupfernieten herstellte. Früher dienten sie dazu, die Hose an stark strapazierten Stellen reißfest zu machen. Heute dienen sie aber eher einem dekorativen Zweck. Sie sind unverwechselbar und stehen für Tradition. Weißt du eigentlich, warum ein Basketball auf seiner Oberfläche diese kleinen Punkte hat? Es sind Reibungspunkte, die verhindern, dass der Ball aus der Hand rutscht. Es gab Zeiten, da hat man Basketball mit einem Fußball gespielt. Der Boden war rutschig, die Hände verschwitzt. Da war es schier unmöglich, den Ball über das Spielfeld zu bringen, außer man spielte sehr vorsichtig. Also wurde der Ball so optimiert, dass mehr Berührungspunkte geschaffen wurden. Du musst wissen, je mehr Berührungspunkte ein Gegenstand auf seiner Oberfläche hat, desto größer ist die Reibung und das bedeutet, dass die Oberfläche weniger rutschig ist. Und so kam der Basketball zu seinen Punkten. Das Loch am Ende des Griffs einer Pfanne ist übrigens nicht nur dazu da, die Pfanne aufzuhängen. Du kannst dort auch deinen Kochlöffel reinstecken, während du kochst. Er hängt dann direkt über der Pfanne und die Soße kleckert nicht den Herd voll. Klopfe den Löffel aber vorm Einstecken etwas ab, damit die Soße nicht am Stiel runterläuft. Wer kennt das nicht? Du räumst den Geschirrspüler aus, alles ist trocken, nur die Tupperware nicht, als ob die nie trocken wird. Das stimmt sogar und das liegt am Material. Geschirr, also Teller und Tassen, erhitzen sich und kühlen langsam ab. So hat das restliche Wasser genug Zeit zum Verdunsten. Aber diese Plastikbehälter kühlen schneller ab, als das Wasser verdunstet. Es kann nicht richtig abtrocknen und die Oberfläche bleibt feucht. Du stellst doch deine Tassen verkehrt herum in den Spüler, stimmt's? Sammelt sich in deinen Tassen oben auch immer Wasser? Nein? Gut, dann haben deine Tassen diese Kerbe am Boden. Sie dient als Abfluss in der Spülmaschine, damit sich da oben keine Pfütze bildet. Hast du dir schon mal Alufolie genauer angeschaut? Ja, eine Seite ist glänzend und die andere matt. Warum? Die Folie wird durch Walzen geglättet, aber sie ist so dünn, dass die Walzen sie zerreißen würden. Daher werden gleichzeitig zwei Schichten Folie gewälzt. Die Seite, die Kontakt mit der Walze haben, werden glänzend und die in der Mitte bleiben stumpf. Wann triffst du dich lieber mit deinen Freunden? Um 2 a.m. oder um 2 p.m.? Ich weiß, das eine ist mitten in der Nacht, aber wusstest du, dass AM und PM lateinische Abkürzungen sind? AM steht für Ante Meridiem, was vor Mittag bedeutet, und PM steht für Post Meridiem, also Nachmittag. Dasselbe gilt übrigens für das englische Pfund, dessen Maßeinheit mit LB abgekürzt wird, was für Libra Pondo steht. Die meisten Kinositze sind rot. Warum das denn? Damit du sie besser siehst? Nein, nicht direkt. Bei schlechten Lichtverhältnissen ist Rot die erste Farbe, die vor deinen Augen verblasst. Und was willst du im Kino? Nichts als die Leinwand sehen. Außerdem wurden Kinos von den schicken italienischen Opernhäusern abgekupfert, was auch die Sitze erklärt.
Hast du dich schon mal gefragt, warum die Disney-Figuren weiße Handschuhe tragen? Damals, als Zeichentrickfilme noch in Schwarz-Weiß gedreht wurden, waren weiße Handschuhe ein Mittel, um die Hände vom Rest des Körpers abzuheben. Die Animation entwickelte sich zwar weiter, aber die Handschuhe blieben eine Disney-Tradition. Es gibt aber noch einen anderen Grund dafür. Hände lassen Tierfiguren menschlicher und glaubwürdiger wirken. Und dazu kommt noch, dass Handschuhe viel leichter animiert werden können, was die Arbeit natürlich beschleunigt. Deine Katze reibt sich oft an deinem Bein, stimmt's? Wusstest du, dass sie dich damit markiert? Sie überträgt dadurch ihren Geruch auf dich und markiert dich als ihren Menschen, der zu ihrem Territorium gehört. Klar, das kann auch ein Zeichen von Zuneigung sein. Damit macht sie deutlich, dass du zu ihrem engen Kreis gehörst. Ja, Fliegen sind lästig und schwer zu erschlagen. Weißt du warum? Weil wir für die Fliege wie Faultiere sind, träge und schwerfällig. Das heißt also, sie sieht uns in Zeitlupe. Jede Art von Lebewesen hat ihre eigene Wahrnehmung von Geschwindigkeit. Wir sehen im Vergleich zu einer Schildkröte doppelt so schnell. Aber für eine Fliege ist es viermal langsamer. Stell das Video mal auf die 0,25-fache Geschwindigkeit und jetzt stell dir vor, wie sich in dieser Geschwindigkeit etwas auf dich zubewegt. Genauso sieht dich die Fliege. Sie hat also genug Zeit, wegzufliegen. Pass auf, das ist interessant. Verkehrsschilder haben unterschiedliche Formen und Farben und damit senden sie unterschiedliche Signale an dein Gehirn. Ovale Formen wirken freundlich und quadratische wirken geordnet und regulierend. Dreiecke spiegeln Instabilität wider und daher sind die meisten Warnschilder auch dreieckig. Und warum hat dann das Stoppschild diese achteckige Form? Sie sieht ungewöhnlich aus und hat auch etwas Beunruhigendes. Daher erregt diese Form deine Aufmerksamkeit. Und zusammen mit der roten Farbe sticht dieses Schild besonders hervor. Kennst du die Platten mit den Unebenheiten, die vereinzelt auf dem Bürgersteig verlegt wurden? Die sind nicht zur Dekoration da. Sie helfen Menschen mit Sehbehinderung bei der Orientierung. Sie zeigen, ob da eine Kante kommt und leiten auch zum Zebrastreifen. Es gibt verschiedene Muster, die verschiedene Dinge signalisieren. Du kennst das amerikanische Schulnotensystem? A, B, C, D und F. Kein E? Warum nicht? Dieses Notensystem geht auf das Jahr 1897 zurück. Anfangs gab es die Buchstaben A bis E. A steht für Excellent, B für Good, C für Fair und D für Past. Dann kam das E als Fail, was man aber oft mit Excellent verwechselt hatte. Das wurde aber schnell geändert, und zwar in F für Fail. Offensichtlich passend. Hey! Du bist in Island auf einer kulinarischen Messe und isst zum ersten Mal Vulkanbrot. Das schmeckt vorzüglich. Weil du wissen willst, wie das gemacht wird, schaust du dir den Backvorgang an. Diese Küche sieht seltsam aus, findest du nicht auch? Der Backofen befindet sich draußen, genauer gesagt in einem Feld mit heißen Quellen. Pass auf, wohin du trittst. Sonst verbrennst du dich noch an den heißen Dämpfen, die aus dem Boden aufsteigen. Jetzt verrät dir der Bäcker sein traditionelles Roggenbrotrezept. Roggenmehl, klar. Hefe, klar. Du mischst alles zusammen und gibst es in einen Metalltopf. Jetzt musst du nur noch ein Loch graben, wo du den Topf zum Backen reinstellst. Du gräbst etwa 40 cm tief und schon sprudelt heißes Wasser aus dem Boden. Wenn du es wie die Isländer machen willst, steckst du deinen Finger da rein, um die Wassertemperatur zu prüfen. Huch, das ist heiß! Ja, denn der Boden wird durch Lava erhitzt. Island ist eine der vulkanreichsten Regionen der Welt mit über 30 aktiven Vulkanen. Nachdem du das Brot in der Vulkanerde vergraben hast, muss es dort etwa 24 Stunden backen. Am nächsten Tag ist das Brot fertig und super lecker. Und das Beste daran ist, dass du eine alte isländische Tradition genutzt hast. Die Leute machen das hier schon mindestens seit Beginn des 19. Jahrhunderts. So, und jetzt bist du im Museum.
Heute ist dein erster Arbeitstag und deine Aufgabe ist es, die Maske von Tutanchamun zu reinigen. Du schnappst dir deine Reinigungsutensilien und los. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Du hast Tutanchamuns Bart abgebrochen. Das ist wohl das Schlimmste, was einem passieren kann. Und das ist eine wahre Geschichte. 2014 hat ein Angestellter des Ägyptischen Museums den Bart von Tutanchamuns Maske versehentlich abgebrochen und ihn wieder angeklebt, in der Hoffnung, dass niemand etwas merkt. Diese Maske wurde 1922 entdeckt und gilt als eines der 10 Symbole der menschlichen Zivilisation. Ach ja, du willst wissen, wie die Geschichte des tollpatschigen Angestellten weitergeht? Es dauerte 2 Jahre, bis Historiker die schlechte Klebearbeit entdeckt hatten. Wenn du also im Ägyptischen Museum zwischen 2014 und 2016 warst, hast du den angeklebten Bart gesehen. Wenn ich Sahara sage, woran denkst du dann? Bestimmt an eine unendliche Wüstenlandschaft, stimmt's? Naja, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ist die Sahara nicht immer eine Wüste. Von Zeit zu Zeit wird sie auch grün, was du in diesem Leben aber nicht sehen wirst, weil die Sahara nur etwa alle 10.000 Jahre eine feuchte Periode durchmacht. Dann sprießt aus dem Wüstensand eine üppige grüne Vegetation und glitzernde Seen tauchen auf. Und das liegt an der Neigung der Erdachse. Du weißt sicher schon, dass sie das Wetter rund um den Globus verändert, stimmt's? Jetzt stell dir mal die Sphinx inmitten eines Regenwaldes vor. Irgendwie bizarr, oder? Und da wir gerade bei der Sahara sind, angenommen, du reist ins Jahr 1800 vor Christi. Wenn du deine Zeitmaschine richtig eingestellt hast, kannst du den Bau der Schwarzen Pyramide in der Stadt Dahschur sehen. Es handelt sich aber nicht um eine der berühmten Pyramiden von Gizeh, aber sie wurde auch als letzte Ruhestätte gebaut. In der Gegend fanden 1892 archäologische Forschungsteams bei Ausgrabungen einen wichtigen Teil dieser Schwarzen Pyramide, der jahrhundertelang als verschollen galt. Es war das Benben, auch Pyramidion genannt. Das ist die Spitze der altägyptischen Pyramiden. Der Benben wurde aus einem Kalkstein gehauen und meistens mit Gold überzogen. Dadurch reflektierte er die ersten Sonnenstrahlen. Darf ich mir mal deine Zeitmaschine ausborgen, bitte? Isst du gerne scharf? Sehr scharf vielleicht sogar? Dann weißt du, dass deine Wangen rot werden, stimmt's? Und anscheinend passiert das auch bei Vögeln. Kanarienvögel zum Beispiel ändern ihre Farbe, wenn sie rote Paprika gegessen haben. Diese Vögel haben ein Pigment, wodurch sich je nach Futter ihre Farbe verändert. Futtert also ein gelber Kanarienvogel rote Paprikaschoten, wird er orange oder rot. Glaubst du, dass Steine auf Wanderschaft gehen? Also, diesen Eindruck könntest du gewinnen, wenn du Racetrack Playa in Kalifornien besuchst. Es ist ein trockenes Seebett, wo eines der seltsamsten Phänomene der Welt stattfindet. Es sind die Segelsteine. Das sind 100 Kilo schwere Steinbrocken, die sich alleine fortbewegen und dabei bis zu 460 Meter lange Spuren hinterlassen. Man entdeckte sie Anfang des 20. Jahrhunderts und bis vor kurzem konnte niemand sagen, wie sie sich bewegt haben. Erst 2014 konnten Forschungsgruppen nach vielen Beobachtungen das Rätsel lösen. Diese Steine wandern durch das perfekte Zusammenspiel von Wind, Eis und Wasser. Wenn es regnet, gefriert das Wasser am Boden und bildet eine Eisschicht. Dann kommt noch der Wind dazu und die Steine werden herumgeschoben. Sie segeln quasi über das Seebett. Auch wenn das ein schönes Urlaubsbild von der Racetrack Playa ist, lass die Steine in Ruhe. Hast du schon mal Urlaub an der Westküste Frankreichs gemacht? Dann kennst du vielleicht den Urlaubshotspot Insel Ré. Viele Touristen zieht es dorthin, um die malerische Landschaft und schönen Strände zu genießen. Aber das ist nicht alles, wofür die Insel berühmt ist. Dort tritt ein wirklich außergewöhnliches Phänomen auf. Zwei verschiedene Wellenmuster treffen aufeinander. Man nennt das Kreuzmeer. Und das sieht fast wie ein Schachbrett aus, das in hunderte von Quadraten unterteilt ist. Aber das ist keine optische Täuschung. Ein Kreuzmeer kann nur dort auftreten, wo Gewässer unterschiedlicher Qualität aufeinandertreffen.
Wenn du vor der Insel ein Kreuzmeer siehst, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass sich in der Nähe auf dem Meer ein Sturm zusammenbraut. Dieses stürmische Wasser reißt mit Hilfe von Strömungen und trifft auf das Wasser vor Re, wodurch dieses seltsam geformte Muster entsteht. Oh, und abgesehen von dieser Insel und in Israel gibt es nirgendwo sonst auf der Welt dieses Naturspektakel. Beim Folgenden bekommst du entweder eine Gänsehaut oder du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus. Je nachdem, wann du diesen Ort besuchst. In der Nähe der kleinen Stadt Gryfino in Polen gibt es etwas sehr Ungewöhnliches. Es ist ein Kiefernwald, in dem jeder Baum an der Basis gebogen ist. Wenn du tagsüber dort bist, wirst du von den scharfen 90-Grad-Kurven der Bäume fasziniert sein. Du kannst dich darauf setzen, zum Beispiel während des Picknicks. Aber wenn du den Wald nachts besuchst, wirst du bestimmt eine Gänsehaut bekommen. Denn eine dünne Nebelschicht legt sich über den Wald, was nicht besonders einladend wirkt. Übrigens, wissenschaftlich konnte noch nicht geklärt werden, warum die Bäume so gebogen sind. Sag, würdest du diesen Wald lieber nachts besuchen oder tagsüber? Du bist auf einer Wanderung und stößt plötzlich auf eine große Nebelwolke. Das war's dann wohl mit schönen Naturfotos, aber es gibt etwas, worauf du hoffen kannst. Nebeltage sind die perfekten Bedingungen für das Fog-Bow-Phänomen, auch bekannt als Nebelbogen. Der taucht auf wegen der vielen Wassertröpfchen, die den Nebel verursachen. Sie sind kleiner als 0,05 mm. Aber statt des bunten Bogens bekommst du einen weißlichen mit rotem Außenrand und bläulichem Innenrand. Du magst doch bestimmt auch Städtetrips in Europa, oder? Du erfreust dich an den jahrhundertealten Gebäuden und dem schönen Sommerwetter. Dann bekommst du Hunger und gibst in Google Maps den Namen des Restaurants ein, das dir dein Freund empfohlen hat. Ah, es ist nur 10 Minuten Fußweg. Du folgst dem blauen Punkt und kommst an deinem Ziel an. Schnell und einfach. Jeder liebt diese kostenlose Technologie, stimmt's? Aber die ist gar nicht kostenlos. Du solltest wissen, dass die USA täglich mehr als 2 Millionen Dollar für die Wartung der Satelliten ausgeben, damit dieses GPS-System funktioniert. Ja, das ist der Preis für diese Annehmlichkeit. Und um das System erstmal zum Laufen zu bringen, haben sie über 12 Milliarden Dollar ausgegeben. Hast du schon mal was von natürlichen Schneebällen gehört? Man kann sie als Beweis für den Perfektionismus der Natur betrachten. 2016 waren die Strände des Golfs von Ur im Nordwesten Sibiriens mit riesigen Schneebällen übersät. Sie waren etwa einen Meter groß. Dieses seltene, aber wunderschöne Naturphänomen entsteht, wenn kleine Eisbrocken durch starken Wind und Wasser gerollt werden. Je weiter sie rollen, desto mehr Eis sammeln sie an und desto stärker wird der Ball poliert. Am Ende werden sie zu riesigen, perfekt geformten Schneebällen. Eine alleine sieht schon cool aus, aber wenn es Hunderte sind, ist das ein toller Anblick. Du hast so viele Haare wie ein Affe. Nein, das soll jetzt keine Beleidigung sein. Deine Fingerabdrücke sind nicht einzigartig und du kannst besser hören, nachdem du dir die Ohren zuhältst. Stimmen diese Aussagen oder steckt dahinter nicht mehr als ein Mythos? Wenn eine Person lügt, dann sieht man das an ihrer Nase. Stimmt das? Ja, das stimmt. Studien der Universität Granada belegen, wenn eine Person lügt, wird die Nasenspitze warm und auch die inneren Augenwinkel. Dieses Phänomen wurde geistreich Pinocchio-Effekt genannt. Was sagst du zu dem hier? Menschen haben so viele Haare am Körper wie Schimpansen. Glaubst du das? Überraschenderweise stimmt das. Die Anzahl der Haare eines Menschen und eines Schimpansen oder eines anderen Affen von unserer Größe ist ungefähr gleich. Der einzige Unterschied ist, dass unser Körperhaar feiner und oft farbloser ist. Daher ist es kaum möglich, unseren Pelz in voller Pracht zu sehen. Deine Lunge ist identisch. Das klingt vernünftig, aber stimmt das auch? Nein, das ist ein Mythos. Dein linker Lungenflügel besteht aus zwei Lappen. Dein rechter hat aber drei Lungenlappen. Außerdem ist dein linker Lungenflügel etwas kleiner, weil er Platz für dein Herz lassen musste.
Übrigens, deine Lunge besteht aus gut 2400 Kilometer Atemweg. Das ist die halbe Strecke von New York nach Los Angeles. Auch interessant, es gibt mehr als 300 Millionen Lungenbläschen in deiner Lunge. Das sind diese winzigen ballonförmigen Luftsäcke. Ich wette, das hast du schon oft gehört. Karotten verbessern deine Sehkraft. Wahrheit oder Mythos? Leider stimmt das nicht ganz. Und Karotten helfen auch nicht, nachts besser zu sehen. Sie enthalten zwar viel Vitamin A, was gut für deinen Körper ist und deine Augen schützt, aber dieses Gemüse kann dich nicht davor bewahren, eine Brille zu tragen, wenn du eine brauchst. Manche Menschen müssen niesen, wenn sie in die Sonne schauen. Müssen sie das? Ja, meistens schon. Etwa ein Viertel der Menschheit reagiert auf Sonnenlicht mit Niesen. Dieses Phänomen hat sogar einen Namen, photischer Niesreflex. Das Rasieren der Körperhaare lässt sie dunkler und dicker wachsen. Stimmt das? Nein, keine Bange, das ist nur ein Mythos. Weder die Dicke, Wachstumsrate oder Farbe deiner Körperhaare verändert sich nach der Rasur. Das kommt dir nur so vor. Bei der Rasur schneidest du die Spitze der Haarfollikel stumpf ab. Deshalb wirken sie gröber und dunkler als sonst. Aber sobald das Haar nachgewachsen ist, sieht es wieder so aus wie vor der Rasur. Du hast einzigartige Fingerabdrücke. Das muss doch wahr sein, oder? Das Problem an dieser Aussage ist, dass sie wissenschaftlich nicht beweisbar ist. Dass jeder Satz Fingerabdrücke einzigartig ist, davon kann man ausgehen. Aber es ist unmöglich, das zu überprüfen. Und auch wenn es unwahrscheinlich ist, so könnten zwei Menschen identische Fingerabdrücke haben. Wir Menschen haben mehr als 5 Sinne. Ist das nur ein reizvoller Mythos oder die Wahrheit? Wir haben die allseits bekannten 5 Sinne: Sehen, Riechen, Tasten, Hören und Schmecken. Aber was ist mit der Thermorezeption, dem Sinn für Wärme, Nozizeption, der Wahrnehmung von Schmerz oder die Wahrnehmung deines Körpergefühls, Propriozeption genannt? Schließe deine Augen und berühre deine Nase. Hast du sie getroffen? Das ist Propriozeption in Aktion. Diese Liste könnte noch viel länger sein, denn es gibt Leute, die behaupten, dass Menschen zwischen 20 und 50 Sinne haben. Deine Finger werden schrumpelig, wenn du zu lange Zeit im Wasser bist, um dich zu schützen. Stimmt das? Was sagst du dazu? In der Wissenschaft glaubt man das. Aber das Wichtigste zuerst. Schrumpelige Finger werden durch verengte Blutgefäße verursacht. Wenn du dich lange im Wasser aufhältst, lässt dein Nervensystem deine Blutgefäße schrumpfen. Dein Körper entzieht diesem Bereich das Blut. Durch diesen Blutverlust werden deine Gefäße dünner. Die Haut faltet sich über sie und bildet diese lustigen Schrumpen. Wissenschaftlich ist das gar nicht so ganz gesichert, aber man glaubt, dass das passiert, damit du mit deinen nassen Händen und Füßen einen besseren Halt hast. Wir Menschen nutzen nur 10% unseres Gehirns. Oh, ich wünschte, das wäre nur ein Mythos. Und das ist es auch. Offenbar nutzt du fast 100% deines Gehirns jeden Tag. Dein Gehirn ist die ganze Zeit über aktiv, auch wenn du schläfst. Wenn du schläfst, arbeiten dein frontaler Kortex, der für das Denken auf höherer Ebene zuständig ist, und auch Bereiche, die für das Spüren deiner Umgebung verantwortlich sind. Für manche Menschen ist die Welt viel bunter als für andere. Kann das sein? Das ist tatsächlich so. Es gibt 3 Arten von Zapfenzellen in den Augen eines durchschnittlichen Menschen. Diese Zapfen helfen, die Farben des blauen, roten und grünen Spektrums zu sehen. Dank ihnen können wir etwa 1 Million Farbtöne unterscheiden. Aber Menschen mit Tetrachromie haben 4 Zapfen in ihren Augen. Dadurch können sie bis zu 100 Millionen Farbtöne sehen. Diese Sehanomalie ist extrem selten, kommt aber bei Frauen häufiger vor als bei Männern. Aber weißt du, was das Lustige daran ist? Die meisten Menschen mit Tetrachromie merken nicht einmal, dass sie die Welt bunter sehen als andere. Manchmal kannst du besser hören, wenn du dir die Ohren zuhältst. Das scheint kontraproduktiv zu sein, aber vielleicht stimmt das ja.
Wenn du an einem lauten Ort bist, zum Beispiel im Club oder auf einem Konzert, dann halte dir die Ohren zu, um deine Freunde besser zu verstehen. Schieb den Tragus, das ist der spitze Knorpel vor deinem Gehörgang, in dein Ohr und dann dreh das Ohr in Richtung deines Freundes. Niesen kann man verhindern. Ja, das wäre sehr praktisch, aber vielleicht ist das nur ein Mythos. Es stimmt. Wenn du nicht niesen willst, drückst du einfach mit deinen Fingern auf deinen Nasenrücken. Wenn du das nämlich tust, erhält dein Gehirn ein Alarmsignal und bremst sofort alle Prozesse, einschließlich des Niesreflexes. Okay, du schaust dir diese 5. Folge deiner Lieblingsserie noch an und später holst du Schlaf einfach nach. Aber geht das überhaupt? Leider nein. Du kannst versuchen, am Wochenende Schlaf nachzuholen oder unter der Woche viele Mittagsschläfchen zu machen. Aber das wird nicht helfen, weil dein Körper so nicht funktioniert. Hast du in der Nacht zuvor nicht genug geschlafen, wird ein Mittagsschlaf den Tag auch nicht retten. Noch schlimmer ist aber, wenn du zu viel geschlafen hast und du dich dann groggy fühlst. Einige Leute haben mehr Rippen als andere. Ist das ein Mythos? Nee, das stimmt. Die meisten von uns haben 12 Rippenpaare, also insgesamt 24. Aber einer von 200 Menschen hat eine zusätzliche, die 25. Rippe. Sie wird Zervikalrippe genannt und bildet sich an der Basis des Halses oberhalb des Schlüsselbeins. Sie kann auf der linken, rechten oder sogar auf beiden Seiten des Körpers wachsen. Wer diese zusätzliche Rippe hat, weiß das wahrscheinlich gar nicht. Das liegt nämlich daran, dass sie sich nur selten vollständig ausbildet. Und wenn, dann sieht sie nur wie ein dünner Gewebestrang aus. In diesem Fall siehst du sie nicht mal auf dem Röntgenbild. Nach dem Essen solltest du mindestens eine halbe Stunde warten, bevor du schwimmen gehst. Das klingt vernünftig, aber stimmt das auch? Das ist nur ein Mythos. Hinter dieser Behauptung steckt die Idee, dass das Essen einer großen Mahlzeit dein Blut in Richtung Magen leitet, um den Verdauungsprozess zu unterstützen. Das heißt, in dieser Zeit bekommen deine Muskeln nicht genug Blut ab, was zu Krämpfen führen kann. Aber in Wirklichkeit ist es überhaupt nicht gefährlich, direkt nach dem Essen zu schwimmen. Dein Blut wird nicht so stark umgeleitet, dass wirklich ernsthafte Probleme auftreten. Manche Leute schnarchen lauter als ein Küchenmixer, der auf volle Leistung gestellt ist. Was sagst du dazu? Wenn jemand schnarcht, dann ist das im Durchschnitt nicht lauter als 60 Dezibel, was so laut wie eine normale Unterhaltung ist. Aber manchmal kann der Geräuschpegel auch 80 Dezibel erreichen. Und dann ist das Schnarchen so laut wie ein eingeschalteter Mixer. Nicht alle Menschen haben runde Pupillen. Kann das stimmen? Ja, 2 von 10.000 Menschen haben ungewöhnlich geformte Pupillen. Sie sehen wie Schlüssellöcher aus, aber es ist eine Augenkrankheit, die Kolobom heißt. Interessant ist, dass die meisten Menschen mit dieser Krankheit keine Probleme beim Sehen haben. Hast du schon von Haien gehört, die im Dunkeln leuchten? Ja, zum Beispiel der Schwellhai. Der lebt tief im dunklen Ozean, 500 Meter unter dem Meeresspiegel. Niemand weiß wie, aber er fluoresziert. Das heißt, er leuchtet von selbst, was aber nur andere Schwellhaie sehen können. Wissenschaftlich konnte das entdeckt werden, weil man spezielle Filter verwendet hatte, die gelbes Licht ausblenden. Man glaubt, dass diese großen Fische über das Leuchten mit ihren Artgenossen kommunizieren. Das hilft ihnen auch, Infektionen auf mikrobieller Ebene abzuwehren. Kuhsterlinge nutzen Passwörter, mit denen sie sich gegenseitig erkennen. Sie sind eine besondere Art von Vögel, denn es sind Brutschmarotzer. Das heißt, sie legen ihre Eier einfach in fremde Nester. Die jungen Kuhsterlinge haben ein instinktives Gespür, mit dem sie den Gesang ihrer Artgenossen erkennen können, quasi das Passwort. So gelingt es, den untergeschobenen Küken zu ihrer Art zu finden. Du weißt, dass ein Grizzlybär einen unglaublich starken Biss hat, stimmt's? Aber er sieht auch niedlich aus. Aus der Ferne ja, aber wenn du so einem großen Bären näher kommst, hüte dich vor seinen scharfen Krallen und vor seinem Maul. Mit seiner Beißkraft von fast 85 Kilo pro Quadratzentimeter kann er locker eine Bowlingkugel knacken. Es gibt Tiere, deren Haut ist auch gestreift und bei anderen ist nur das Fell gestreift.
Tiger gehören zur ersten Gruppe. Also nicht nur ihr Fell ist gestreift, sondern auch ihre Haut. Bei anderen Großkatzen, beispielsweise beim Schneeleoparden, ist es auch so. Giraffen und Zebras gehören zur zweiten Gruppe. Das heißt, nur ihr Fell hat das Muster. Apropos Zebras, denkst du, sie sind schwarz mit weißen Streifen oder sind sie weiß mit schwarzen Streifen? Auf den ersten Blick sehen sie nach weiß mit schwarzen Streifen aus. Ihre schwarzen Streifen enden meistens an der Innenseite ihrer Beine und an ihren Bäuchen und der Rest ist weiß. Aber Überraschung, sie sind schwarz mit weißen Streifen. Ihr Fell, ob weiß oder schwarz, wächst aus Follikeln, die Melanozytenzellen enthalten. Alle Tiere haben diese Zellen. Sie produzieren ein Pigment, das Melanin genannt wird und das den Haaren und der Haut die Farbe verleiht. Bei Zebras bestimmen Botenstoffe, wohin die Melanozyten das Pigment senden, weshalb Zebras ein schwarz-weißes Muster haben. Aber weiß ist eigentlich kein Pigment, sondern das Fehlen von Melanin. Das heißt, schwarz ist ihre Standardfarbe. Falls du ein Verbrechen planst, besorg dir einen Koala. Seine Fingerabdrücke sind deinen so ähnlich, dass sie den Tatort verfälschen. Spaß beiseite. Koalas haben auf den ersten Blick nicht viel mit uns Menschen gemeinsam. Aber wenn du dir ihre Finger genauer anschaust, siehst du diese ausgeprägten Schlaufen und Bögen, wie auch auf deinen Fingern. Falls der Koala also dein Komplize ist, dann sollte er Handschuhe anziehen. Geisterkrabben knurren, wenn Lebewesen in der Nähe sind, die sie nicht mögen oder die bedrohlich wirken. Das Knurren erzeugen sie durch Reibung ihrer Zähne in ihrem Magen. Aber zuerst zeigen sie dir ihre Krallen, damit du weißt, dass sie sich verteidigen können. Wenn das nicht hilft, knurren sie wie ein tollwütiger Hund. Aber wie gesagt, dieses Knurren entsteht durch das Reiben ihrer drei länglichen Zähne im Inneren ihres Magens. Ein Knurren hörst du also auch, wenn die Geisterkrabbe gerade futtert. Apropos Zähne, wusstest du, dass der Stoßzahn des Narwals wie ein Sinnesorgan funktioniert? Anders als andere Wale wächst dem Narwal ein großer Stoßzahn aus dem Oberkiefer. Und auf diesem Zahn liegen bis zu 10 Millionen Nervenenden, die ungeschützt sind. Er kann also mit diesem Zahn spüren, so ähnlich wie wir mit unserer Haut. Normalerweise haben Stoßzähne nicht so viele Nervenenden. Gehörst du auch zu den 95% der Rechtshänder? Bei den großen Tümmlern ist es so ähnlich. Unter ihnen gibt es sogar mehr Rechtshänder als bei uns Menschen. Bei einer wissenschaftlichen Untersuchung fand man heraus, dass sich große Tümmler in über 99% der Fälle bei der Jagd scharf nach links drehen, was bedeutet, dass sie Rechtshänder sind. Dadurch ist ihr rechtes Auge näher am Meeresboden, um schneller die Beute zu finden. Sie futtern gerne Tintenfische, Krabben und kleinere Fische. Willst du noch mehr coole Fakten aus dem Meer hören? Wusstest du, dass Buckelwale Luftblasen benutzen, um Beute zu jagen? Ich weiß, bei ihrer Größe bräuchten sie eigentlich keine besondere Methode, aber sie haben eine. Wenn sie im offenen Meer jagen, dann machen sie das gemeinsam und sie nutzen eine Technik, die man Blasennetz nennt. Während sie in einer Aufwärtsspirale schwimmen, stoßen sie Blasen aus, wodurch die Fischen nur schwer entkommen können. Hast du eine Katze zu Hause? Die ältesten Hinweise von domestizierten Katzen stammen aus einer Zeit vor 12.000 Jahren. Die hat man jedenfalls vor fast 20 Jahren entdeckt, als sie in einem alten Dorf auf Zypern gegraben hatten. Sie fanden Katzenknochen direkt neben einem menschlichen Skelett, was darauf hindeutet, dass sie sich bis in den Tod hinein nahestanden. Aber weil Menschen Jäger waren, domestizierten sie vor fast 30.000 Jahren Hunde, denn sie halfen ihnen bei der Jagd. Erst als die Menschen sesshaft wurden und Ernten lagerten, kam die Katze ins Spiel. Mäuse waren ungebetene Gäste in den Getreidelagern und die Katzen erwiesen sich schnell als nützlich. Papageientaucher sind ziemlich erfinderisch, wenn sie sich am Körper kratzen wollen. Sicher, sie können stolz sein auf ihren beeindruckenden Schnabel, aber zum Kratzen reicht er wohl nicht. Man hat sie mehrmals dabei ertappt, wie sie sich ein Stück Holz schnappten, um sich damit zu kratzen. Es gibt eine Ameisenart, die nur in einem kleinen Teil von Manhattan lebt, und zwar am Mittelstreifen des Broadway an der 63. und 76. Straße. Die Manhattan Ant sieht aus, als käme sie aus Europa, aber keine europäische Art passt auf sie. Sag mal, hast du schon mal was von einem Schokofrosch gehört? Okay, er ist nicht aus Schokolade, sieht aber so aus. Du weißt doch, dass Neuguinea und Australien nicht immer getrennt waren. Sie waren Millionen von Jahren zusammen, bis sie vor etwa 12.000 Jahren durch den steigenden Meeresspiegel getrennt wurden. Aber weil sie so lange zusammen waren, gibt es noch Tiere und Pflanzen, die auf beiden Gebieten vorkommen. Darunter auch der Korallenfinger-Laubfrosch.
Diese Froschart hat sich weit verbreitet und einige leben in heißen, sumpfigen Regionen, wo sie von vielen Krokodilen umgeben sind. Und diese Frösche sehen tatsächlich so aus, als wären sie aus Schokolade. Einen Flamingo erkennst du sofort, stimmt's? Genau, wegen seiner Farbe. Aber er ist eigentlich gar nicht rosa. Flamingos werden grau geboren und das würden sie auch bleiben, wenn sie nicht diese blaugrünen Algen und Garnelen futtern würden. Dieses Zeug enthält einen natürlichen Farbstoff, der das Gefieder der Flamingos rosa färbt. Wenn kleine tasmanische Teufel herangewachsen sind und ihre Mutter verlassen, bilden sie eine Art Clique, die für den Rest ihres Lebens hält. Das machen übrigens auch Kühe. Ihre sozialen Bindungen sind stärker als wir denken. Sie sind kontaktfreudig und haben auch beste Freunde. Eine Studie hat sogar herausgefunden, dass ihre Herzfrequenz ansteigt, was ein Zeichen von Stress ist, wenn sie von ihren Besties getrennt sind. Stell dir mal vor, du könntest an kalten Wintertagen einfach Winterschlaf halten, anstatt mit den Zehen zu klappern und einen Schal enger zu schnüren. Das machen jedenfalls Frösche. Wasserfrösche halten ihren Winterschlaf meistens unter Wasser und verbringen die meiste Zeit des Winters auf dem Grund eines Teiches, Sees oder eines anderen Gewässers. Kröten und Frösche sind Kaltblüter. Das heißt, die Temperatur ihres Körpers nimmt die Temperatur der Umgebung an. Dadurch und durch die hohe Konzentration von Glukose können Frösche im Winter ihre lebenswichtigen Organe einfrieren. Sobald sie wieder aufgetaut sind, machen sie weiter, als wäre nichts gewesen. Kraken haben 3 Herzen und blaues Blut. Sie können sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 km pro Stunde fortbewegen. Und sie versprühen Tinte, die nicht nur das Sichtfeld behindert, sondern auch giftig ist. Außerdem haben sie 9 Gehirne. Einmal das zentrale und dann noch 8 kleinere Gehirne in ihren Armen. Deshalb können ihre Arme ein Schalentier knacken, während das zentrale Gehirn mit etwas anderem beschäftigt ist. Ein Krake kann sogar mit seinen Armen schmecken. In seinen Saugnäpfen hat er Zellen, die Substanzen, die andere Meereslebewesen produzieren, erschmecken können. So, jetzt weißt du, wie der Krake zwischen den Steinen seinen Snack findet. Taschen befinden sich normalerweise auf der linken Seite von Hemden, weil die meisten Menschen Rechtshänder sind. Ist das ein Mythos oder eine Tatsache? Das ist tatsächlich wahr. Viele Produkte begünstigen die Rechtshänder. Linkshänder können sich auf so vielen Ebenen damit identifizieren. Nehmen wir zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel. Haben Sie schon einmal bemerkt, dass der Scanner an den Stationen normalerweise auf der rechten Seite steht? Haushaltsgeräte und Maschinen sind ein weiteres Beispiel. Scheren, Pinzetten, Flaschenöffner und viele andere Küchen- und Haushaltsgeräte sind mit dem Gedanken an Rechtshänder entworfen worden. Das gleiche gilt für Hemdtaschen. Während einige Menschen beide Hände gleich stark verwenden und andere ihre Handpräferenz zwischen Aufgaben wechseln, sind insgesamt die meisten Menschen Rechtshänder. Eine Studie hat ergeben, dass 75% bis 90% der Weltbevölkerung Rechtshänder sind und 10% Linkshänder. Das bedeutet, dass es für die meisten Menschen bequemer ist, Taschen auf der linken Seite ihrer Kleidungsstücke zu haben, als auf der rechten Seite. Probieren Sie es selbst aus. Ihr Ellbogen knickt quasi ein, wenn Sie versuchen, in die Tasche auf der rechten Seite zu greifen. Auf der linken Seite hingegen bildet Ihr Ellbogen einen Bogen, was das Einstecken und Herausnehmen von Gegenständen aus der Tasche erleichtert. Der Verzehr von mehr Protein führt zu größeren Muskeln. Was denkt ihr darüber, Bodybuilder? Mythos oder Tatsache? Das ist ein Mythos. Es ist wahr, dass der Verzehr von Protein für den Aufbau größerer Muskeln essentiell ist. Immerhin sind Proteine die Bausteine ihres Körpers. Dennoch ist es unnötig, mehr zu essen, als sie benötigen. Jeder sollte 8 Gläser Wasser pro Tag trinken. Denken Sie, dass dies ein Mythos oder eine Tatsache ist? Das ist ein Mythos. Machen Sie sich also keine Vorwürfe, wenn Sie weniger Wasser trinken als empfohlen. 8 Gläser sind keine magische Zahl. Der Flüssigkeitsbedarf variiert von Person zu Person. Wie viel Wasser du jeden Tag trinken solltest, hängt von deinem Aktivitäts- und Bewegungsniveau ab. Die Temperatur des Ortes, an dem du lebst, beeinflusst diese Zahl ebenfalls. Wenn du in einer heißen Gegend lebst, schwitzt du mehr und musst mehr Wasser trinken. Suppe, Kaffee, Tee, Obst und andere Dinge, die du täglich isst, enthalten auch Wasser. Karotten enthalten viel Zucker, daher sollten sie den Konsum vermeiden.
Wenn das stimmt, sollten wir die Hasen warnen. Irgendwelche Vermutungen? Fakt oder Mythos? Es ist ein Mythos. Karotten bestehen zu etwa 85% aus Wasser. Ein Pfund gekochte Karotten enthält nur 3 Teelöffel Zucker. Im Vergleich zur Zuckermenge in Desserts ist das nichts. Außerdem sind Karotten reich an Phytochemikalien und ihr Verzehr kann dazu beitragen, den Blutzuckerspiegel zu senken. Menschen im Mittelalter glaubten an eine flache Erde. Ist das ein Mythos oder eine Tatsache? Offensichtlich ist die flache Erde ein Mythos. Aber auch die Geschichte, die um diesen Mythos herum aufgebaut wurde, ist ein Mythos. Man kann nicht behaupten, dass die ganze Welt zu jener Zeit skeptisch gegenüber der sphärischen Form der Erde war. Selbst alltäglich sichtbare Dinge bewiesen das. Zum Beispiel konnten mittelalterliche Menschen sehen, dass das Zwielicht während des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs einen Bogen über den Horizont bildete. Vikings trugen gehörnte Helme. Ist das ein Mythos oder eine Tatsache? Das bekannte Bild eines Wikingerkriegers wird fast immer mit einem gehörnten Helm vervollständigt. Aber in Wirklichkeit gab es keine Hörner. Es gibt keine Beweise dafür, dass Wikingerhelme Hörner hatten. Entgiften Säfte reinigen ihren Körper. Ist es eine Tatsache oder ein Mythos? Es ist ein Mythos. Entgiftung funktioniert nicht so. Ihre inneren Organe sind verantwortlich für den Reinigungsprozess. Die Milz, Leber, Nieren, besonders die Leber. Ihr Körper ist immer in einem natürlichen Zustand der Selbstreinigung. Eine Person muss keine Säfte zur Entgiftung trinken. Nüsse sind Junkfood. Irgendwelche Gedanken, Mythos oder Realität? Du hast recht. Das ist ein Mythos. Nüsse sind voller gesunder Fette. Sie sind gut für dein Herz und andere Organe. Der durchschnittliche Amerikaner wirft etwa 82 Pfund Textilabfall pro Jahr weg. Ist das eine Tatsache oder ein Mythos? Fakt. Stellen Sie sich all diesen Abfall vor. Wenn jemand seine Kleidung wegwirft, verschwindet sie nicht einfach in Luft auf. Diese Artikel landen höchstwahrscheinlich auf Deponien als ihr endgültiges Ziel. Kleidung zu spenden und sie in Second-Hand-Läden zu verkaufen sind viel bessere Optionen. Jetzt haben Sie wahrscheinlich schon von lebensrettenden Wäschetricks gehört, die Ihre Kleidung angeblich super sauber machen und so gut wie am ersten Tag. Was ist, wenn diese Wäschetipps tatsächlich Mythen sind? Ich habe 3 davon für Sie aufgelistet. Hemden sollten zugeknöpft sein, wenn man sie in die Wäsche gibt. Ist das wahr oder nicht? Das ist ein Mythos. Es ist besser, Reißverschlüsse geschlossen zu halten, um zu verhindern, dass ihre Zähne den Stoff anderer Kleidungsstücke einfangen. Aber das Schließen der Knöpfe eines Hemdes kann das Knopfnetz und das Knopfloch ausdehnen. Langfristig werden die Knöpfe anfangen, sich zu verschieben. Kleidung in heißem Wasser zu waschen, ist die effektivste Methode, sie zu reinigen. Ist das ein Mythos oder Fakt? Das ist ein weiterer Wäschemythos. Sie möchten Ihre Kleidung von Keimen befreien. Doch heißes Wasser alleine wird dafür nicht ausreichen. Heutzutage können viele Waschmittel Kleidung in kaltem oder warmem Wasser reinigen. Sie sollten Flecken von der Vorderseite des Stoffes entfernen. Ist das wahr? Die meisten Menschen tragen Wasser und Seife auf den Fleck auf und beginnen von der Vorderseite des Stoffes. Aber das ist nicht die beste Option. Viel besser ist es, von hinten zu beginnen. Der Fleck kann tiefer gehen, wenn Sie ihn von vorne behandeln. Versuchen Sie, den Fleck zur Oberfläche hochzubringen, anstatt ihn hineinzudrücken. Musik zu hören ist ein effektives Werkzeug zum Erlernen von Sprachen. Ist es ein Mythos oder eine Tatsache? Es ist eine Tatsache. Wissenschaftler sagen, dass das Hören eines Liedes und das Mitsummen dabei helfen kann, eine Sprache zu lernen. Die meisten Menschen tun sich schwer, Grammatik zu lernen. Doch in unserem täglichen Leben halten wir uns nicht immer an Grammatikregeln.
Lieder können ihnen dabei helfen, umgangssprachliche Ausdrücke aufzugreifen. Wissenschaftler haben auch festgestellt, dass Musik dabei helfen kann, sich neue Wörter zu merken und sie in ihren Wortschatz aufzunehmen. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. Es stammt aus Ihrem ersten Schuljahr. Ja, das Alphabetlied. Bist du eine Morgenperson oder eine Nachteule? So oder so. Du könntest diese Fakten und Mythen über den Schlaf wissen wollen. Die längste Zeit, die jemand ohne Schlaf verbracht hat, waren 11 Tage. Glauben Sie, dass dies möglich ist? Oder handelt es sich um eine städtische Legende? Das ist eine Tatsache. Randy Gardner hält den Rekord für die längste Zeit, die eine Person ohne Schlaf verbracht hat. Es war ein Experiment, das vom Stanford-Schlafforscher Dr. William C. Dement durchgeführt wurde. Der Arzt zeichnete und überwachte die Schlafaktivität von Randy Gardner. Gardner schaffte es, 11 Tage und 25 Minuten wach zu bleiben. Dein Körper gewöhnt sich schließlich daran, weniger Schlaf zu bekommen. Mythos oder Fakt? Es ist ein Mythos. Es gibt viele Studien, die beweisen, dass Ihr Körper und insbesondere Ihr Gehirn sich nicht daran gewöhnen können, weniger zu schlafen. Haben Sie bemerkt, dass Sie sich tagsüber schläfriger fühlen, nachdem Sie ein paar Nächte lang nicht genug Schlaf bekommen haben? Das ist Ihr Körper, der versucht, sich an den Mangel an Ruhe anzupassen. Langfristiger Schlafmangel beeinträchtigt Ihre Tagesleistung, Konzentration und Entscheidungsfindung. Viele Erwachsene benötigen 5 oder weniger Stunden Schlaf. Kann das wahr sein? Nun, das ist einfach. Es ist ein Mythos. Experten der National Sleep Foundation empfehlen, dass ein durchschnittlicher Erwachsener 7 bis 9 Stunden pro Nacht schläft. Einige Menschen haben eine genetische Mutation, dank der sie sich nach einer kurzen Nacht erfrischt fühlen. Aber solche Menschen sind eine Ausnahme. Einer von 4 Millionen. Die Fähigkeit, an jedem Ort und zu jeder Zeit einschlafen zu können, bedeutet, dass sie ein guter Schläfer sind. Was denken Sie? Mythos oder Fakt? Es ist ein Mythos. Ein guter Schläfer bekommt eine angemessene Menge an Schlaf und hat einen regelmäßigen Schlafplan. Katzen verbringen 2 Drittel ihres Lebens schlafend. Glauben Sie das? Das wird wahrscheinlich keine Überraschung sein. Es ist eine Tatsache. Wie viele der Fakten und Mythen haben Sie richtig geraten? Frühstückszeit. Du schlägst dein hart gekochtes Ei auf. Igitt, das ist ja grün. Das sieht eklig aus. Tja, sieht so aus, als hättest du es zu lange gekocht. Die Verfärbung entsteht wegen der dünnen Schicht des Schwefels vom Eiweiß und des Eisens vom Eigelb. Obwohl die Mischung eigentlich schwarz aussehen müsste, erscheint sie grün, weil sie sich mit dem Eigelb vermischt hat. Aber keine Bange, diese seltsamen grünen Eier kannst du bedenkenlos essen. Wenn wir heute für Fotos posieren, sagen alle Cheese, um das perfekte Lächeln zu bekommen. Im 19. Jahrhundert war das anders. Die Fotografen baten die Leute damals, Prune zu sagen. Wenn du das sagst, bekommst du dieses Duckface. Damals galt das als eine sittsame und angemessene Art, sich auf Fotos zu präsentieren. Wusstest du, dass Erdbeeren gar keine Beeren sind? Sie sind eine falsche Frucht, die man auch als Meerfrucht bezeichnen kann. Wir glauben, dass die winzigen braunen oder weißen Dinger Samen sind, aber in Wirklichkeit sind das kleine Früchte, die am Fruchtfleisch hängen. Und wie kam es zu diesem Irrtum? Naja, die Verwirrung um die Erdbeere begann schon vor hunderten Jahren, als man der Pflanze ihren Namen gab. Das war lange bevor es Botaniker gab. Die hätten den Fehler sonst bestimmt gleich aufgeklärt. Science-Fiction-Filme basieren oft auf echten Erforschungen des Weltraums. Aber es gibt eine Sache, die die NASA nach einem Science-Fiction-Film umgesetzt hat. Im Film Frau im Mond aus dem Jahr 1929 gab es einen Countdown, der zur Steigerung der Vorfreude eingesetzt wurde. Die NASA fand die Idee ziemlich gut und führte 1969 den Countdown ein. Damit wird so ein Moment nicht nur spannender, sondern erfüllt auch einen praktischen Nutzen. Du kannst dir sicher vorstellen, dass ein großes Team hinter jedem Raketenstart steht und alles muss bis zur letzten Sekunde perfekt synchronisiert ablaufen. Kleine Warnung, das Folgende könnte dir den Appetit auf Äpfel verderben.
Die glänzenden Supermarktäpfel, die normalerweise zwischen August und November gepflückt werden, werden mit heißem Wachs überzogen, dann Heißluft getrocknet und ins Kühllager gesteckt. Bevor sie im Supermarkt als frisches Obst landen, lagerten sie zwischen 6 und 12 Monate. Ich wette, du schaffst das nicht. Halte dir die Nase zu und versuche zu summen. Das klappt nicht, oder? Ohne Luftaustausch ist es physisch unmöglich, ein Geräusch zu machen. Der größte Nationalpark der Welt liegt in Grönland und ist fast 1 Million Quadratkilometer groß und damit doppelt so groß wie Kalifornien. Und obwohl das Gebiet so riesig ist, leben dort nur ca. 40 Leute dauerhaft, was ihn zu einem der isoliertesten Orte der Welt macht. Hast du Probleme mit schlechtem Atem? Kaugummi ist die gängigste Wahl gegen Mundgeruch, aber es gibt etwas anderes, das genauso effektiv ist, die Gurke. Sie ist eine natürliche und sehr effiziente Lösung. Dabei wirkt die Gurke so ähnlich wie Kaugummi, denn auch sie regt die Speichelproduktion an. Was sie aber von anderen Geruchsbekämpfern unterscheidet, ist ihr Wassergehalt. Das Wegspülen von Essensresten hilft nämlich auch gegen einen trockenen Mund, der Gerüche verursacht. Das Z ist der letzte Buchstabe im Alphabet, stimmt's? Ja, heute schon. Es gab aber eine Zeit, da war es das J. Im Jahr 1524 suchte ein italienischer Grammatiker nach einer Möglichkeit, I und J zu trennen. Sie wurden als Vokal verwendet, das J wurde aber dann zum Konsonant, der wie Y klang. Erst 1633 wurde in einem englischen Grammatikbuch die richtige Verwendung vom J geklärt. Und so fand der Buchstabe seinen Platz im Alphabet, so wie wir es heute kennen. Der erste Staubsauger wurde 1901 erfunden. Der war aber so groß wie ein Wohnwagen und 4 Leute mussten ihn bedienen. Angetrieben wurde er von einem Benzinmotor und bewegt wurde er von einem Pferd. Ich schätze mal, dass der Staubsauger am Ende hauptsächlich eingesetzt wurde, um hinter dem Pferd sauber zu machen. Es dauerte nicht lange, bis man einfachere Methoden erfand, das Haus zu reinigen. 1910 wurde schon der erste Handstaubsauger erfunden. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du wie ein Schwein schwitzt? Hey, du musst deswegen nicht gleich eingeschnappt sein. Das ist eher ein Kompliment, denn Schweine schwitzen nicht. Sie haben keine Schweißdrüsen. Die einzige Möglichkeit für ein Schwein, sich abzukühlen, ist eine schöne Pfütze oder noch besser, eine Schlammgrube. Regenschirme wurden vor etwa 4000 Jahren erfunden. Damals waren sie aber nur für Frauen gedacht. Ursprünglich waren es Sonnenschirme und ein Modeaccessoire. Erst Mitte des 18. Jahrhunderts durften auch Männer einen Schirm benutzen. Und so kam es schließlich zur modernen, wasserfesten Version, die wir heute noch schätzen. Noch ein kleiner Funfact am Rande. Der erste Hundeschirm wurde 1965 erfunden. Zahnärzte sind sehr streng, was Süßigkeiten angeht, stimmt's? Daher wirst du dich wundern zu erfahren, dass ein Zahnarzt die Zuckerwatte erfunden hat. John C. Wharton war Zahnarzt und Zuckerbäcker und wollte seinen Patienten nach jedem Besuch eine Freude machen. Vielleicht kamen sie wegen dieser Leckerei öfter. Wenn wir theoretisch eine Autobahn ins Weltall bauen und die Schwerkraft ausgleichen könnten, würdest du nur eine Stunde brauchen, um ins All zu fahren, bei knapp 100 Kilometern pro Stunde. Komm schon, Elon Musk, lass sie uns bauen! Was glaubst du, wie schwer eine Wolke ist? Eigentlich dürfte die ja nicht zu viel wiegen, weil sie am Himmel schwebt, oder? Aber eine Wolke kann bis zu 500.000 Kilo wiegen. Diese riesigen Wolken schweben über dir, weil die Luft dort oben leichter und weniger dicht ist als die trockene Luft hier bei uns unten. Den gleichen Effekt kannst du übrigens auch beobachten, wenn du Öl auf Wasser schwimmen siehst. Du denkst, dein Gegenüber gähnt, weil du langweilig oder ermüdend bist. Nein, das ist ein Mythos. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass man später am Tag häufiger gähnt. Gähnen ist ein Hilfsmittel deines Körpers, um dich aufzufrischen. Beim Gähnen atmest du mehr Luft ein und dehnst deine Muskeln, was den Fluss zum Gehirn abkühlt. Man kann bei Tieren übrigens die Gehirngröße anhand ihres Gähnens abschätzen. Je größer das Gehirn ist, desto länger ist der Gähner. Und wie lange gähnst du so? Zockst du gerne? Das ist gut, denn regelmäßiges Spielen von Videospielen verbessert die graue Substanz im Gehirn. Zocken hilft bei der Vernetzung des Gehirns und zwar durch Muskelkontrolle, Erinnerung, Wahrnehmung und räumliche Navigation. Die Amerikaner haben dazu sogar mal ein Experiment in einem medizinischen Zentrum durchgeführt. Chirurgen, die 3 Stunden lang Videospiele gespielt hatten, machten 37% weniger Fehler und arbeiteten 27% schneller als Ärzte, die nicht gespielt hatten. Hast du dir schon mal gewünscht, ein bisschen größer zu sein? Dann zieh deinen Weltraumanzug an und ab ins All.
Im Weltraum kannst du bis zu 3% größer werden. Hier auf der Erde wird deine Wirbelsäule durch die Schwerkraft zusammengedrückt, aber in der Schwerelosigkeit können sich die Bandscheiben durch die Dekompression ausdehnen, wodurch sich die Wirbelsäule verlängert. Kühe, die im Stehen schlafen, erreichen nicht die REM-Schlafphase, das heißt, sie dösen nur im Stehen. Das ist eine evolutionäre Eigenschaft, die ihren Vorfahren half, nicht gefressen zu werden. Wenn die Gegend unsicher war, hielten sie ihren Mittagsschlaf stehend. In die REM-Schlafphase kommen Kühe also nur, wenn sie liegen. Übrigens brauchen sie nur 4 Stunden Schlaf, um wieder fit zu sein. Frauen haben mehr Geschmacksknospen als Männer und 35% der Frauen sind Superschmeckerinnen. Bei Männern sind es nur 15%. Kein Wunder also, dass mehr Frauen Ananas auf ihrer Pizza mögen. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel, stimmt's? Hast du schon mal im Schlaf genießt? Nein, das geht nicht, selbst dann nicht, wenn du erkältet bist. Denn während dein Körper ruht, ruhen auch die Nerven, die das Niesen auslösen. Wenn du schläfst, ignoriert dein Gehirn alle irritierenden Empfindungen, also auch das Kitzeln in der Nase. Früher endete unser Kalenderjahr im Februar. Klingt komisch, aber das lag daran, dass er der letzte Monat war, der den Kalender hinzugefügt wurde. Früher dauerte ein Kalenderjahr nur 304 Tage, da war also noch Luft für einen weiteren Monat. Und der wurde im Jahr 46 vor Christi von Julius Caesar eingeführt. Davor folgte man dem Mondkalender. Aber Caesar wollte einen Kalender, der mit den Jahreszeiten übereinstimmte. Also beauftragte er einen Astronomen mit der Erstellung eines Kalenders, der auf dem Sonnenjahr basiert. Äpfel, die man im Supermarkt kaufen kann, sehen sehr frisch aus, aber sie können bis zu 1 Jahr alt sein. Das ist durch die Lagerung möglich. Zuerst werden sie mit Wachs überzogen. Das Wachs wird mit heißer Luft getrocknet und dann kommen die Äpfel in den Kühlraum. Faultiere können länger die Luft anhalten als Delfine. Diese faulen Bengel können ihren Herzschlag verlangsamen und ihren Atem bis zu 40 Minuten lang anhalten. Wenn sie eine atemberaubende Serie schauen würden, würden sie also tatsächlich nur einmal pro Folge atmen. Wenn ihr euch alte Fotos anschaut, werdet ihr sehen, dass die Menschen darauf nicht so breit lächeln wie wir heute. Anfangs bevorzugten die Fotografen ernste Fotos, also sagten die Leute statt Cheese so etwas wie Pflaume, damit die Lippen geschlossen blieben. Die Erde ist nicht der einzige Planet mit Wasser. NASA-Forscher glauben, dass einer der Jupitermonde, Europa, einen Ozean mit doppelt so viel Wasser wie auf der Erde hat. Er ist unter einer dicken Eisschicht versteckt. Sogar auf dem Mars gibt es fließendes Wasser. Zikaden gehören zu den größten Fluginsekten der Welt. Die meisten Arten sind nicht sehr beeindruckend, nur 2 bis 5 Zentimeter lang. Nur. Aber die größte von ihnen, die Kaiserzikade, wird bis zu 7 Zentimeter lang. Ihre Flügelspannweite beträgt im Vergleich dazu beeindruckende 20 Zentimeter. Das nenne ich mal ein großes Insekt. Nicht alle Ziegen grasen friedlich auf der Weide. Einige klettern zum Essen lieber auf Bäume. Das sind marokkanische Ziegen. Dieses Phänomen findet sich nur in Nordafrika. Denn die Ziegen mögen Arganfrüchte viel lieber als Gras. Das ist auch verständlich. Die Früchte sehen aus wie goldene Äpfel. Die Ziegen sind sehr agil, also können sie leicht zu den saftigen Leckerbissen in die Bäume klettern. Und sie brauchen fast nie Hilfe von ihrer Nanny. Es gibt eine Kreatur, die theoretisch unsterblich ist, nämlich die Quallenart Tuhahops dohovihi, oder wie auch immer man diesen Namen hier ausspricht. Naja, diese Quallen können quasi respawnen. Wenn sie irgendeinen körperlichen Schaden erleiden, werden sie einfach wieder zu Polypen und fangen nochmal von vorne an. Ein kleiner Test für euch. Gibt es mehr Bäume auf der Erde oder Sterne in der Milchstraße? Wenn eure Antwort Sterne war, ist das leider falsch. Den Schätzungen von Forschern zufolge gibt es bis zu 100 Milliarden Sterne in der Galaxie und etwa 3 Billionen Bäume auf der Erde. Sehr beeindruckend. Seit er entdeckt wurde, hat Pluto noch keine einzige Umkreisung beendet und er wurde 1930 entdeckt. Pluto braucht etwa 248 Jahre, um die Sonne einmal zu umkreisen. Übrigens ist Merkur der schnellste. Er braucht nur 88 Tage für eine Umkreisung. Aber Pluto wird seine erste Umkreisung seit seiner Entdeckung erst im Jahr 2178 abschließen. Ich kann's kaum erwarten. Noch ein lustiger Fakt über Planeten. Der Zwergplanet Haumea hat eine recht interessante Form. Er sieht wie eine Kartoffel aus.
Er ist etwa so groß wie Pluto und hat Ringe, die denen des Saturns ähneln. Wenn ihr ihn mal finden wollt, er befindet sich hinter der Umlaufbahn von Neptun. Nachos sind kein antikes mexikanisches Essen. Sie wurden vor weniger als 100 Jahren erfunden. Ignacio Anaya, auch Nacho genannt, soll dieses Gericht in den 40ern erfunden haben. Nachos haben eine lustige Geschichte. Eine Stammkundin war sehr hungrig und fragte Ignacio, ob er ihr und ihren drei Freunden heute etwas Neues bringen könnte. Er sah, wie hungrig die Damen waren und wollte ihnen schnell etwas zubereiten. Er musste mit den verfügbaren Zutaten improvisieren. Also nahm er Tortillas, bedeckte sie mit viel geriebenem Käse und erhitzte sie von oben. Für ein wenig Schärfe fügte er noch ein paar Jalapenos hinzu. Mami Finan, die Stammkundin, fragte, wie der ungewöhnliche Snack hieß. Ignacio musste nicht lange nachdenken und sagte, der Snack hieße Nachos Spezialgericht. Orangen sind nicht immer orange. Wenn sie in den Subtropen wachsen, ist es dort nicht kalt genug, damit das Chlorophyll abgebaut wird. Darum bleibt die Schale gelb oder grünlich. Solche Orangen werden normalerweise mit Ethylengas behandelt, durch das sie orange werden. Beeindruckend, hm? Okay, Zeit für ein kleines Rätsel. Was haben Erdnussbutter und ein Verlobungsring gemeinsam? Beide enthalten Diamanten. Forscher haben herausgefunden, wie man Erdnussbutter in Diamanten verwandeln kann. Sie haben den Sauerstoff aus CO2 extrahiert. Den entstandenen Kohlenstoff setzten sie unter immensen Druck. Am Ende kamen dabei Diamanten raus. Ging vermutlich ratzfatz. Kugelfische sind für zwei Dinge berühmt. Sie sind ungeschickt und sie können sich selbst wie einen Ballon aufblasen. Diese Fähigkeit hilft ihnen beim Überleben. Wenn sie aufgeblasen sind, sind sie nicht fressbar. Naja, selbst im normalen Zustand sind sie das nicht wirklich. Ihr Gift ist 1000-mal giftiger als Cyanid. Hofft nicht auf ein Gegenmittel. Es gibt keins. Oder wir brauchen noch mehr Zeit, eins zu finden. Nicht nur Menschen können Ritter werden, sondern auch Pinguine. Einer von ihnen lebt in Edinburgh und wurde 2008 zum Ritter geschlagen. Das ist Nils Olav III., Maskottchen und Ehrenoberst der norwegischen königlichen Wache. Welche Schuhgröße tragt ihr? Ich wette, eine viel kleinere als die Freiheitsstatue. Statuen brauchen keine Schuhe, aber wenn die Freiheitsstatue sich neue Sneaker kaufen wollen würde, bräuchte sie die Größe 879. Ja, wenig überraschend, sie ist rund 46 Meter hoch. Das sind die Muskeln, die Gänsehaut hervorrufen. Diese winzigen, fächerförmigen Muskeln werden Arrector Pili genannt und sie befinden sich an jedem Haarfollikel. Wenn es kalt wird, ziehen sie sich zusammen, wodurch unsere Haare sich aufrichten und Gänsehaut entsteht. Ihr denkt vielleicht, ihr seid keine Athleten, aber wenn ihr schon mal an ungewöhnlichen Orten gebügelt habt, seid ihr einer. Irgendwie. Extrembügeln ist eine Sportart, bei der Menschen Bügelbretter an ungewöhnliche Orte mitnehmen, zum Beispiel Wälder, Kanus oder Berge, und dort ihre Kleidung bügeln. Einige tun das sogar auf Bronzestatuen oder unter Wasser. Und ja, es gibt offizielle Meisterschaften. Haben diese Leute schon mal was von Bügelfrei gehört? Rap-Battles gibt es nicht erst seit kurzem. Im mittelalterlichen England gab es etwas namens Flighting, was modernen Rap-Kämpfen sehr ähnlich war. Es war im 15. und 16. Jahrhundert sehr beliebt. Zwei Teilnehmer machten sich dabei in improvisierten Kämpfen übereinander lustig. Die Zungenlandkarte behauptet, Geschmäcker würden nur an bestimmten Stellen wahrgenommen, was falsch ist. Es gibt spezielle Geschmacksknospen, die bestimmte Geschmäcker eher wahrnehmen als andere, aber das heißt nicht, dass wir Süße an einer Stelle besser wahrnehmen als an den anderen. Studien zeigen, dass alle Zungenbereiche Geschmacksknospen für alle Geschmäcker haben. Chamäleons verändern ihre Farbe nicht, um sich ihrer Umgebung anzupassen. Das wäre vermutlich sehr ermüdend. In Wahrheit beeinflussen andere Dinge wie ihre Stimmung, die Temperatur oder Menge an Licht ihre Farbe. Wenn Chamäleons Zellen an- oder entspannen, reflektieren Kristalle in den Zellen das Licht. Die Reptile nutzen die Kristalle, um miteinander zu kommunizieren. Dunkle Farben bedeuten zum Beispiel, dass sie nicht gut drauf sind. Man könnte auch sagen, sie sind mürrisch. Vorsicht vor dem mürrischen Chamäleon. Truthähne können genau wie Menschen rot werden. Das Prinzip ist dasselbe. Sie werden rot, wenn sie wütend und aufgeregt sind oder sich schlecht fühlen. Dann wird die Haut an ihren Hälsen und Köpfen rot. Opossums schlafen nicht wirklich kopfüber an ihren Schwänzen hängend. Das sieht man in Comics oder auf Fotos, aber eigentlich tun sie das nicht.
Ihre Schwänze sind stark, also können diese Tiere damit Äste greifen und ihr Gewicht halten, aber nur für kurze Zeit. Erwachsene Opossums sind zu schwer, um lange in dieser Position zu bleiben, also wäre das nicht sehr erholsam. Kein Opossum hängt also nachts am Schwanz vom Baum. Du kennst dich mit deinem Körper und der Natur ziemlich gut aus, oder? Mal sehen, ob du weißt, was Fakt oder Mythos ist. Für jede richtige Antwort bekommst du einen Punkt. Schreib mir in die Kommentare, wie viele Punkte du gesammelt hast. Braune Eier sind nahrhafter als weiße Eier. Mythos oder Fakt? Das ist ein Mythos. Es gibt keine Studie, die besagt, dass braune Eier gesünder sind als weiße. Der einzige Unterschied ist die Farbe der Eierschale. Und die hat keinen Einfluss auf den Nährwert oder die Qualität der Eier. Die Farbe hängt mit der Art des Huhns zusammen. Hühner mit weißen Ohrläppchen haben in der Regel auch weiße Eier. Hast du schon mal gehört, dass ein Großteil des Staubs in deiner Wohnung abgestorbene Haut ist? Klingt eklig, ich weiß, aber ist das ein Mythos oder die nackte Wahrheit? Das ist zum Glück ein Mythos. Du fegst nicht nur deine Hautschuppen vom Boden. Hausstaub besteht nämlich aus vielen Bestandteilen. Darunter sind Fasern, Haare, Baumaterial, Schimmel, Pollen, Insektenteile und Asche, wie eine Studie in kanadischen Häusern gezeigt hat. Der Anteil variiert aber, je nachdem, wo dein Haus steht. Ob an einer stark befahrenen Straße oder in einem Sanierungsgebiet oder mitten im Wald. Die Haut ist unser größtes Organ. Ist das ein Fakt oder Mythos? Das ist Fakt. Du dachtest wahrscheinlich kurz, dass der Darm auch ziemlich groß ist, wenn du ihn ausbreiten würdest. Aber nein, diesen Wettbewerb gewinnt deine Haut. Ein Erwachsener schleppt etwa 3,5 Kilo Haut mit sich rum. Ausgebreitet sind es etwa 2 Quadratmeter. Kannst du dir dich ohne Haut vorstellen? Sie ist aber nicht nur da, um deinen Körper zu bedecken. Sie hat auch eine wichtige Schutzfunktion. Du kannst nicht gleichzeitig atmen und schlucken. Mythos oder Fakt? Das ist ein Fakt. Vielleicht wusstest du die richtige Antwort schon, aber du hast es trotzdem versucht. Stimmt's? In deinem Rachen gibt es 2 Gänge, die für dein Überleben wichtig sind. Ich verzichte mal auf die medizinischen Bezeichnungen und nenne die beiden Wege einfach Atemweg und Futterrohr. Ein Mechanismus verhindert, dass gleichzeitig beide Wege offen sind. Denn wenn du atmen und schlucken würdest, könnte Essen in deinen Atemweg gelangen und schwere Komplikationen verursachen. Ich weiß, das klappt nicht immer. Deshalb bekommt man einen Hustenanfall, damit das fehlgeleitete Essen nicht in die Lunge gelangt. Wir Menschen haben nicht nur einzigartige Fingerabdrücke, sondern auch einzigartige Zungenabdrücke. Mythos oder Fakt? Fakt. Unsere Zunge ist schon ziemlich einmalig. Dank ihr können wir Essen schmecken. Auch ihre Oberfläche ist einzigartig. Bisher nutzen wir biometrische Systeme wie Fingerabdrücke, Stimmenscans und Iris-Scans zur Authentifizierung von Personen. Sie sind wichtig für die Identifizierung und Verifizierung. Der Zungenabdruck ist genauso einzigartig und ist auch schwer kopierbar. Er kann also auch zur biometrischen Erkennung genutzt werden. Stell dir mal vor, wie du deine Zunge zur Erkennung einsetzt. Du würdest mit ihr deinen Safe oder dein Telefon entriegeln. Ein Erwachsener verbringt jede Woche 3 Stunden im Bad. Glaubst du das oder ist das ein Mythos? Das ist ein Fakt. Eine wissenschaftlich durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass ein durchschnittlicher Erwachsener jede Woche 3 Stunden und 9 Minuten auf dem Klo verbringt. Das ist länger, als die meisten beim Sport sind, aber kein Grund zur Eile. Du verschluckst 8 Spinnen pro Jahr im Schlaf. Mythos oder Realität? Ja, glaub das nicht. Zum Glück für uns und natürlich für die Spinnen stimmt das nicht. Leg dich also ruhig schlafen. Die meisten Spinnen kommen sowieso nicht absichtlich zu dir. Außerdem sind die Vibrationen einer schlafenden Person für sie unheimlich. Wenn du eine Spinne im Zimmer hast, geh davon aus, dass ihr einfach nur Mitbewohner seid, die sich ein Zimmer teilen. Und solange es für das nächtliche Spinnenschlucken keine Beweise gibt, nenne ich das einen Mythos. Dein Oberschenkelknochen kann mehrere 1000 Kilo Kraft aushalten. Glaubst du das? Das ist ein Fakt. Unser stärkster Knochen im Körper ist der Oberschenkelknochen. Und wie sein Name schon andeutet, befindet er sich im oberen Teil deines Beins. In der Medizin sagt man, dass es ziemlich schwer ist, sich diesen Knochen zu brechen, weil er einer der beiden stärksten Knochen in unserem Skelett ist.
Der erste ist das Schläfenbein im Schädel. So ein fester Knochen kann das 30-fache deines Körpergewichts tragen, was für den Oberschenkelknochen ziemlich praktisch ist. Er ist auch der längste und größte Knochen in unserem Körper. Glaubst du auch, dass das Rasieren deine Haare dicker nachwachsen lässt? Mythos oder Fakt? Du dachtest, das ist Fakt? Na dann pass mal auf, wie ich diesen Mythos entlarve. Leute, die sich damit auskennen, sagen, dass die Rasur keinen Einfluss auf die Dicke der Haare hat. Beim Rasieren wird nur der obere Teil abgeschnitten. Die Wurzel bleibt aber. Nach der Rasur wächst das Haar stumpf nach, weil du es ja abgeschnitten hattest. Und dadurch hast du nur das Gefühl, dass es dicker nachwächst. Kann man Essen, das 5 Sekunden auf dem Boden lag, noch essen? Oder basiert die 5-Sekunden-Regel nur auf einem Mythos? Ach, sorry, wenn ich dir jetzt deine Ausrede nehme, es ist okay, runtergefallenes Essen aufzuheben und schnell in den Mund zu stopfen, aber diese 5-Sekunden-Regel basiert auf einem Mythos. Forschungen fanden heraus, dass eine beträchtliche Menge an Bakterien innerhalb von 5 Sekunden auf das Essen übergeht. Und die Feuchtigkeit des Essens hat einen direkten Einfluss auf die Kontamination. Stell dir vor, dir fallen ein Stück Wassermelone und Chips auf den Boden. Keine Ahnung, warum du beides zusammen essen solltest und warum dir beides runterfällt, aber bleiben wir bei diesem Beispiel. Die Melone wird stärker verunreinigt als die Chips. Richtig, weil die Wassermelone offensichtlich mehr Feuchtigkeit enthält. Die wässrige Oberfläche der Melone ist offener, wodurch Bakterien leichter Zugang finden. Blondinen und Rothaarige könnten bald von der Bildfläche verschwinden. Mythos oder Tatsache? Das ist ein Mythos. Die Veranlagung für rote oder blonde Haare ist mit rezessiven Genen verbunden. Sie können von Generation zu Generation weitergegeben werden, ohne dass diese Haarfarben auftauchen. Wenn dann aber beide Elternteile die richtigen rezessiven Gene haben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die nächste Generation blond oder rothaarig wird. Diese Gene sind zwar selten, aber sie werden weitergegeben, gehen also nicht verloren. Um sie verschwinden zu lassen, müssten wir quasi alle Menschen auf dem Planeten, die dieses Gen in sich tragen, finden und ausschalten, was eine unmögliche Aktion ist. Kaffee trinken wirkt dehydrierend. Fakt oder Mythos? Mythos. Du kannst deinen Morgenkaffee weiterhin bedenkenlos genießen. Okay, du gehst nach dem Kaffeetrinken vielleicht häufiger aufs Klo, aber das bedeutet nicht, dass er dir Wasser entzieht. Es gibt zahlreiche Studien über die Auswirkungen von Koffein und einige dieser Studien haben ergeben, dass eine angemessene Menge Kaffee pro Tag das Risiko einer Dehydrierung nicht erhöht. Joghurt essen hilft deiner Verdauung. Glaubst du, dass das stimmt oder ist das nur ein weiterer Mythos? Das stimmt wirklich, aber nur bei der richtigen Wahl des Joghurts. Joghurt gehört zu den Probiotika-Lebensmitteln. Probiotika sind die guten Bakterien, die dafür sorgen, dass in deinem Darm alles reibungslos abläuft. Der Verzehr von Joghurt allein reicht allerdings nicht aus, um ein gesundes Verdauungssystem zu haben. Er kann es nur positiv unterstützen. Und wie schon angedeutet, nicht jeder Joghurt ist gleich. Viele enthalten Zucker und sind mit Süßigkeiten oder Keksen angereichert. Entscheide dich lieber für den klassischen Joghurt. Dein Haar wächst schneller, wenn du es öfter schneiden lässt. Fakt oder Mythos? Wenn sich der Friseur mal wieder verschnitten hatte, hieß es, sei nicht traurig, deine Haare wachsen schneller nach, wenn sie geschnitten werden. Aber leider hängt die Haarwuchsrate nicht davon ab, wie oft du dir die Haare schneiden lässt. Die durchschnittliche Haarwuchsrate liegt bei 0,1 mm pro Tag. Und sie wird von vielen Faktoren beeinflusst, wie das Alter, Hormone und auch von der Jahreszeit.